White Russians, die Shadowrun Soap. Wir sind in Episode 2 angekommen. Wie man schon von dem Namen Episode irgendwie merkt, werden die ersten drei Episoden totaler Müll. Episode 4, 5 und 6 werden Klassiker und auf jeden Fall die Shadowrun-Welt, verändern werden sie die. Das wird also dann einen Kultstatus erlangen und danach, ja, mal gucken, vielleicht lassen wir uns von Disney aufkaufen und machen dann nur noch irgendwelche animierte Scheiße. Ich denke, das klingt so prinzipiell nach einem Plan, muss ich aber noch mit den anderen absprechen. Wie auch immer, meinte, es wäre ganz sinnig, wenn ich an der Stelle nochmal die gesamte Episode 1 zusammenfasse. Na gut, warum mache ich das? Aber dann natürlich auch mit dem Kram, der noch nicht aufgenommen wurde, den wir schon vorher gespielt hatten, weil ich auch die Rückmeldung bekommen habe, dass das am Anfang nicht ganz verständlich war, was da vorher lief. Mache ich das jetzt halt. Ihr könnt das natürlich gern skippen, aber für jeden, der das skippt, werde ich dann quasi zwei niedliche Hundewelpen ertränken. Dann mache ich vielleicht auch noch ein Video, das wird eine schöne Sache, ne? Zusammenfassung. Es gab da also eine Silvesterparty und Jojo und Billy hatten ziemlich viel Spaß, denn in ganz Moskau lag danach, also zumindest auf ihrem Weg, Konfetti und wirklich nicht wenig. Billy musste ihren Mantel suchen und fand ihn bei einer Frau, die da irgendwie so ein kleines Pfandleihgeschäft hatte und die da auch offensichtlich Waren aufbewahrte. Pelz zurück, alles kein Ding. Es stellte sich nur heraus, dass diese Frau, ziemlich dumm war und ein bisschen, Geld dazu verdienen wollte und deswegen eine Waffe von den Falcons abgezogen hatte, die man nun zurück wollte. Und die Falcons kamen einfach an, haben die Frau eingesagt, haben die Waffe eingesagt und sie umgebracht. Wie sich das gehört. Aber da es da Kameraaufnahmen von Jojo und Billy gab, kam ein Polizist zu Billy. Das fand sie nicht schön, vor allem weil er irgendwie gedroht hat, dass er sie voll fertig macht, Junge. Und deswegen brachen dann Billy und Jojo später auch mit Hilfe von Stevan in diese Bullerei ein. Und dabei kam das erste Mal Gunfist vor. Sie brachen dort also ein, um zu gucken, ob er wirklich was in der Hand hat. Also der Bulle, nicht Gunfist, denn da weiß man, der hat nichts in der Hand. Gegen Billy oder ob er ihr irgendwie nur dumm gedroht hat. Und danach kam erst die ganze Action mit erst ein bisschen Downtime, ein bisschen Verstecken und Gespräche über Toiletten und das Kochen von Ravioli. Und dann war Stevans Bruder weg. Sie haben ihn also gesucht. Wir sind ja nette Menschen. Und am Ende stellte sich raus, dass nachdem sie auch Gunfist endlich gefunden hatten und ihm geholfen haben zu sprechen in hohen Stimmlagen, dass vielleicht irgendwas namens PT-79 mit der Sache mit Stevans Bruder zu tun hat. Also ist Stevan damals zu einer Lagerhalle hin, hat gemerkt, das hat nichts mit meinem Bruder zu tun, ist aber trotzdem super eklig. Der Bruder war einfach nur ausgerastet, weil seine Schwester fremdgegangen ist und hat deswegen ein bisschen Stress gemacht, eingeknastet, rausgekommen. Easy! War also ziemlich cool. Leider bei der ganzen Aktion ging dann Jojos Sinn kaputt, Stevans Sinn kaputt und Billys Sinn wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, was ein Problem ist, weil das quasi Billys echtes Sinn ist, nachdem ihre Eltern sich darum gekümmert haben, dass es ihre echte Sinn wird, nicht wie bei Jojo, die einfach nur gefälscht ist. Und dazwischen immer mal wieder Jojos Datenbuchse, Klassiker. Jojo, der irgendwelche komischen Sachen macht, Klassiker. Jojo, der irgendwelche Leute über den Haufen schießt, Klassiker. Und Billy, die sagt, dreh mich weg. Immer noch einer der schönsten Momente, wie ich finde. In den Hauptrollen, bis dahin muss ich ja auch nochmal kurz ansprechen, die Rutschel Super Warhawk, Trockenfisch und der Staffershack und in den Nebenrollen halt Jojo, Billy und Stevan. Ha, hab's zusammengefasst bekommen, gar nicht so neu, super. Jetzt geht's weiter mit Episode 2. Wie gesagt, die ist noch Müll. Episode 4 wird dann richtig geil, wenn wir es aufgenommen haben mal irgendwann. Und Dys sprach immer von großartigen Veränderungen. Kann man so nennen. Allerdings ist das jetzt alles nicht mehr so frisch, deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, wenn ich einfach hier jetzt mal den Trolley von vor 2 Wochen einspielen lasse. Irgendwann hat gesagt, hier gibt's Veränderungen und zwar in der Gestalt, dass wir ohne Quinta, also auch ohne Stevan, weiterspielen. Und wir haben uns ein bisschen umgeguckt, vielleicht noch einen Spieler finden, bla bla bla. Haben das dann auch getan. Den konnten wir aber nicht nehmen, weil dann die Gleichstellungsbeauftragte bei mir vorbeikam und sagte, hier, nein, es muss noch eine Frau sein, damit das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist.
Okay, wusste man auch nicht, was man machen sollen. Haben dann einfach Dyslexie geklont, und haben dann den Klon einer Geschlechtsumwandlung unterzogen, sodass es dann weiblich wurde und können jetzt mit Freude Lexi begrüßen. An der Stelle bitte Applaus einblenden und Lexi kann gleich jetzt was zu ihrem Charakter sagen. Hi, peinliche Stille überbrückend. Ich spiele Mahina Badria, ihres Zeichens 1,65 ungefähr, relativ weibliche Figur, sehr helle Haare, also weit entfernt von blond, geht eher in Richtung weiß-silber. Ziemlich helle Augen, ganz, ganz, ganz helles Blau, sehr ungewöhnlich, sowohl Haar- als auch Augenfarbe, eine kleine niedliche Stupsnase und trägt eher dunkle Klamotten, könnte man sagen, so eine Mischung aus Schwarzpunk, Grufti, so ein bisschen eh so schwierig einzuordnen. Ja, relativ helle Haut, sieht nicht so aus, als würde sie viel in der Sonne rumhängen. Wir von den White Russians hängen nie in der Sonne rum. Ich meine, wir Meine sitzen hier die ganze Zeit am Mortal, Rechner. meine Zauber. Scheint die Sonne so warm, klemm ich Papier unter den Arm. Scheint die Sonne so heiß, geh ich in den Garten und scheint die Sonne so warm. Alter. Was? Damit hat sie auf jeden Fall gerade alles überspielt, was gerade vorher von mir kam. Das ist äußerst sympathisch. Das kann man alles rausschneiden. Nein, das können wir nicht rausschneiden. Wieso denn? Ah! Bild von Mahina dann auch müsste jetzt demnächst oder vielleicht jetzt schon, wenn du das hörst, auf WordPress sein. Wenn dem nicht so ist, bin ich inzwischen verstorben und die anderen auch. Was nicht unwahrscheinlich ist. Okay, hat noch jemand einen Fischwitz, dann bringen wir das nämlich gleich hinter uns. Aber nicht. Das ist Was? ja mal ausgezeichnet. Ah, okay, so, jetzt hier ernsthaft, das ist kein Spaß. Jojo und Billy waren beim Grubenkampf, haben sich da amüsiert, also mit Zähnen, die sie dann aufgefangen haben. Wie man jetzt gelernt hat, sollte man Zähne, die man so findet, immer mitnehmen. Vielleicht braucht man sie ja nochmal für einen biometrischen Scan. Am nächsten Morgen, beziehungsweise eher so Mittag, erwacht Billy bei Jojo auf der Couch. Jojo scheint schon weg zu sein, irgendwohin abgedampft, die hatte wohl zu tun und ja, draußen ist Wetter, dessen Relevanz irgendwie nicht vorhanden ist. Du hast aber jetzt nicht gesagt, welcher Tag heute ist. Ja, heute ist der Heute. 20.02., weil gestern der 19. war und da war der beim Grubenkampf. Und das heißt, wir haben heute Dienstag, ne? Ja, das heißt, das ist ganz wichtig, Dienstag. Dienstag. Da kommt die Dienstagsschminke drauf. Nee, eigentlich dachte ich jetzt an Spaß am Dienstag mit Zini, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Gut, also ich wach auf. Ich warte hier auf ein bestätigendes Ja, lieber Spielmeister. Ja. Oder soll ich auf Aufwachen würfeln schon wieder? Ich hab doch gerade gesagt, du erwachst. Ah, ich erwach, gut. Ja, Kater wahrscheinlich, oder? Also ich gehe mal davon aus, dass wir gestern noch gründlich einen getrunken haben, nachdem wir 50 Schnüren an einen Selbstbestrafer verbraten haben. Ey, nix gegen Lien. Ja. Ja, wenn du einen Kater haben willst, ich schenke ihn dir. Yay! Ja, den hole ich mir auch gleich ab. Und packe ihn in meinen Koffer. Ach, das war der zweite übrigens. Und Flummi ist dran schuld. Gut, du hast einen Kater, Glückwunsch. Danke. Es ist kein Schleifchen drumherum. Wir sind in Jojos Wohnung gecrashed. Ja, es war deutlich näher und Autofahren war sowieso nicht mehr und Auto finden, wenn du sagst, du hast einen ordentlichen Kater, das war vielleicht auch schwierig. Auto finden, das sollte doch im Hof stehen, dachte ich. Ja, aber du warst dort einmal, ob du den Hof noch gefunden hast, da ist doch viel einfacher, einfach mal bei Jojo auf der Couch dich hinzupflanzen. Moment, ich schlafe nicht bei Jojo im Bett. Na, sie hat doch so eine Ausziehcouch, das ist ja quasi das Bett, was sie besitzt. Ach so, okay, gut. Ich dachte, Schwestern schlafen zusammen im Bett. Okay, Ja, natürlich, davon bin ich ausgegangen. gut. Die Olle pennt noch? Nee, die ist weg. Sag mal, Die hörst du ist mir eigentlich weg? zu? Nö, eigentlich nicht, normalerweise. Ja, die ist weg. Die hatte wohl irgendwas zu tun. Du weißt doch, dass sie ganz viele Leute kennt und hat die sicherlich irgendwo rumgewerkelt.
Okay, das heißt, die hat mich mal einfach wieder sitzen lassen ohne Frühstück. Super. Geil. Das ist mein Leben. Voll verhunzt. Klasse. Ja, ich hole meine Kippen raus und gehe erstmal runter in mein Auto und gucke, ob der Typ noch da steht von letzter Nacht, der eigentlich auf mein Auto aufpassen sollte. Die Antwort lautet nein. Ach, dein Moment. Auto ist nicht mehr da. Wie was? Mein Auto ist nicht mehr da. Ja, genau, das habe ich gesagt. Du hast gesagt, mein Auto ist an der Stelle, wo ich es gestern abgestellt habe mit dem Typ zusammen, wo auf mein Auto aufpassen sollte, dem ich 100 Nüen versprochen habe, beziehungsweise 50 gegeben und 50 nochmal geben wollte. Das ist weg. Ja. Fuck. Ja, ich kram an meinem Comlink über, wie es so schön mittlerweile heißt bei uns, DNI, versuche ich Jojo anzurufen und zu fragen, wie ich den Typ finde, der unseren. Also ja, ich rufe Jojo an. Und ich stehe da unten auf dem Hof und rauch, by the way. Und guck scheiße aus der Wäsche, by the way. Muss ich jetzt sagen, Jojo, dein Comlink bimmelt? Ja, hallo? Mein Auto Ah, ist weg. guten Morgen! Mein Auto ist weg, das ist kein guter Morgen. Wieso ist denn dein Auto weg? Das weiß ich schon nicht, hast du das mitgenommen? Nö, also nicht, dass ich Wie? wüsste. Wie? Nicht, dass ich wüsste. Du wirst doch wohl wissen, ob du den Pink Panther irgendwie mitgenommen hast. Ich hab's nicht mitgenommen, steht in der Garage, Mensch. Was für eine Garage denn? Na, eine Garage halt. Okay, kannst du mir vielleicht ein wenig mehr Details geben, wo ich die Garage finde, Schätzelein? Ja, wo stehst du nur gerade? Auf dem Hof! Ach so, na dann gehst du jetzt raus aus der Einfahrt und wenn du dann gehst du nach links und da hast du dann ein paar Garagen, also irgendwie 100 Meter weiter oder so und da steht's drin. Und die sind zu oder die sind offen? Die sind zu. Und wie krieg ich die auf? Sag mal, muss ich dir die Würmer aus der Nase ziehen? Nee, ich Ich bin hab. noch nicht tot. Also, Ach so. noch nicht. Kommt noch. Später vielleicht. Aber, das ist, warte, 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 Code schicke ich dir gleich. Kein Problem. Gut. Wie weit ist das jetzt gerade links um die Ecke und das sind Garagen? Na, du Oder gehst muss ich da jetzt, noch. pass auf, du drehst dich jetzt um und dann gehst du aus der Einfahrt raus. Also gehst du Okay, aus dem ich lauf los. Toreingang raus zum Hinterhof. Also zu Scheiß diesem Platz Schnee da da. wieder auf der Scheiß. Mensch, da So, und kehrt wenn du da keiner. jetzt, wenn du da jetzt rausgegangen bist, dann gehst du an den Moment, von da aus dann rechts, genau, dann drehst du dich nach rechts und gehst. Und wenn du da dann 100 Meter ungefähr, so, weiß ich nicht, 100, 150 Meter, weiß ich nicht, weitergegangen bist, da hast du dann so ein paar Garageneinfahrten. Tag mir das doch mal auf der AR-Map. Du wirst doch wohl noch nach rechts gehen können. Nein, pass Du auf, sagst doch hier. erst links und jetzt sagst du rechts. Ja, wenn du auf diese Garageneinfahrt guckst, links, wenn du aus dieser also wenn du aus dem Torbogen da rauskommst, rechts, wenn du drauf guckst, links. Also Sibylle steht gerade da in der Hofeinfahrt quasi am Straßenweg und dreht sich in alle Himmelsrichtungen, guckt, wo Jojo ihr hin zeigt. Ja, pass auf hier, da ist die Map, dahin, da in die Ah. Richtung. Sie macht dir da einen dicken roten Pfeil rein. Das ist ja 150 Meter. Ja, ungefähr. Okay. Jeder Gang macht schlank. Was willst du denn damit jetzt wieder andeuten? Nichts, du hast nur vor ein paar Tagen noch rumgeheult, dass du nicht so viel essen kannst und bla und was weiß ich, dass du aufpassen Ja, musst auf deine Moment. Ich Figur. kann nicht so viel essen, weil ich wegen dir mal wieder alles rauskotzen muss. Das ist nicht richtig. Okay. Okay, einmal war jemand anderes, da hast du recht. Siehst du? Okay. Ja, Also, dein ich. Auto ist da, der Code ist AX3573. HX35573, okay. Jo. Du hast mir nicht mal Frühstück gemacht. Steht alles im Kühlschrank. Das wird, ja. Ich gehe doch nicht einfach bei dir in den Kühlschrank, was weiß ich, was da passiert. Dein Du, Trivid ist ja. pass auf, du schläfst bei mir im Bett, aber du gehst nicht einfach in meinen Kühlschrank. Wie oft warst du jetzt bei mir? Wie oft habe ich dir jetzt gesagt, nimm dir, was du brauchst? Stimmt. Siehst du? Aber was weiß ich, was mit deinem Kühlschrank passiert, wenn ich den aufmache? Was weiß ich, was du da eingebaut hast? Der Trivid ist da auch Giftgas? losgelaufen. Ah, siehst du, wunderbar. Gut, dass ich nicht dran bin. Da hätte ich dann auch keine Probleme mit abnehmen. Naja, gut, okay. Tada! Wir sprechen uns, oder? Jo, ich komme gleich wieder. Also, weiß ich nicht, wann ich wiederkomme, wenn ich fertig bin. Wo ist denn der Typ, dem ich noch die 50 Nüren schuld da, damit der. Ach so. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ich kann sie ihm aber beim nächsten Mal geben, wenn er nicht mehr da ist. Ja, ich hab den da jetzt nicht rumstehen. Naja, vielleicht sehe ich ihn auf dem Weg. Naja. Dazu Not gebe ich sie ihm. Kein Problem. Okay, Machen wir kriegst du dann so. von mir zurück, sagst du Bescheid. Jo, passt schon. Tschüss! Mach's gut, Schnucki. Pass auf dich auf. Natürlich, immer. Kennst mich doch. Tü-tü-tü. Immer. Tü-tü-tü.
Ja, und Willi So. stapft in die Richtung los, ja. Gut, als du bei der Garage ankommst und dich gerade über das Maxschloss beugst, siehst du links von dir eine junge Frau. Boah, ist total überraschend, wer das jetzt sein wird. Nein, eine junge Frau, die gerade irgendwie so einen Rollwagen mit irgendwelchen komischen Krams, Pflanzengedöns und irgendwelchen anderen Scheiß verpackt, über den Gehweg schiebt. Und beim zweiten Blicke fällt dir auf, dass diese junge Frau deiner Cousine Julika verdammt scheißen Dreck ähnlich sieht. Die hat jetzt, früher hatte die halt sehr hellblonde Haare, jetzt sind die eher weißlich. Aber an sich, so das Gesicht ist, also ich meine, ja, es ist eine ganze Weile her, dass du sie gesehen hast, aber Alter, wenn das mal kein Klon von ihr wäre, dann wäre das vermutlich sie, also sie, die irgendwie vor zig Jahren erst als verschwunden galt, wo man noch mit Lösegeldforderungen rechnete, weil man dann dachte, sie wäre entführt worden und dann wurde sie irgendwann für tot erklärt und die siehst du. Mahina, als du gerade dein Köfferchen oder dein Wägelchen voranschiebst, siehst du die weibliche Form von Milan, deinem Cousin, der ja auch seit langem eigentlich tot ist. Okay, im Schritt stockend, stehen bleiben, den Kopf schräg legen, überlegen. Reinkarnation in dem Tempo wäre beachtlich. Wille kaut ihre Fingernägel, während sie dir auf dich zuläuft da und guckt dir voll in die Augen mit einem Blick mit Augenbrauen so zusammengepresst und Ja, Mahina sieht auch so ein bisschen aus, als hätte sie gerade ein Gespenst gesehen, steht da immer noch mit leicht schräg gelegtem Kopf, mustert dich. So auf Sprechdistanz. Hi. Julika? Du siehst, wie sie richtig zusammenzuckt, ein bisschen zurückweicht, sich dann kurz verstohlen umguckt. Früher mal. Du siehst aus wie Sag's nicht. Milan. What the fuck? Ja, das dachte ich auch gerade. Sie zieht eine Augenbraue hoch und mustert dich. Für tot siehst du echt gut aus. Ja, das Dito, ne? Du bist doch eigentlich. Was machst du in Moskau? Und sie kratzt sich so am Kopf, am Hinterkopf, ne? So. Ja, Mahina tritt so ein bisschen von einem Fuß auf den anderen. Ich arbeite jetzt hier, da vorne in dem Thaleskrämer. Und du, was machst du hier? Ich wollte dir, was heißt, ach du Scheiße. Zvetkovic, richtig? Oh Gott, okay, pass auf, das ist hier eine Nummer. Und ich gebe ihr meine Wegwerf-Comlink-Nummer fürs erstmal. Okay, ruf mich an, wenn du hier fertig bist. Was auch immer du gerade machst, ruf mich an. Und irgendwo, wo wir uns treffen. Okay. Okay, aber du musst mir versprechen, dass du keinem erzählst, dass ich hier war. Scheiße! Glaubst du ernst, Kind, denk nach. Glaubst du ernsthaft, dass du mich jemals wieder mit diesem Namen ansprichst, wie du es eben getan hast? Vielleicht können wir uns beide darauf einigen, dass Dinge in der Ja. Vergangenheit bleiben. Sie Okay, nagt ich so ein bin. bisschen auf einer Unterlippe, speichert die Nummer ab. Hör zu. Ich bin Sibylle. Du bist. Mahina? Klasse, Marina. Hör zu. Wenn du hier fertig bist. Oh mein Gott. Ruf mich an. Ich hab keine Ahnung. Wir gehen einen Kaffee trinken, glaube ich. Sie Oder? nickt zögerlich. Ja, wäre Ach du vielleicht ganz Scheiße. cool. Du bist so groß geworden, Kind. Das ist so witzig. Oh mein Gott. Okay, sie reißt beide Augen auf und guckt dich mit dem entgeisterten Blick an, mit dem man Familienangehörige begutachtet, weil man sie dafür hasst, dass sie das gerade sagen. Ja, es tut mir doch leid, Kind, aber das ist. Oh mein Gott! Warte mal, ich muss das hier nur eben schnell wegbringen. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Bis du aufgeraucht hast, bin ich wieder da und dann trinken wir einen Kaffee zusammen. Ich kann auch noch zwei rauchen, also das ist jetzt nicht das Problem. Dann mach mal hinne.
Sie nickt eifrig und verschwindet dann ziehend mit ihrem Wagen ein Stück die Straße runter und kurz in dem Laden des Tageskrämers und tritt da aber auch wieder raus, noch bevor du aufgeraucht hast. Ja, Sibylle wartet dann einfach mal. Logisch. Ja, als Mahina zurückkommt, trägt sie neben dem Rock und der Corsage, die sie eben schon getragen hat, jetzt auch noch ein Cape, das sie sich offensichtlich schnell übergeworfen hat und eine Tasche. Kommt auf dich zu mit einem schiefen Lächeln, das so ein bisschen eine Mischung aus Verwirrung und Freude ist. Ich hab noch nicht den Wagen rausgeholt, schätze ich mal, Esel. Das heißt, der nächste Schritt wird jetzt sein, dass ich meinen Wagen aus der Garage raushol. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, Spaß warte, auf. warte, 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 jetzt Spaß ganz genau. auf. Diesmal musst du mir ganz genau zuhören. Gelingt dir ohne Probleme. Ich muss nicht würfeln auf Auto aus der Garage holen. Na, du hast ja den Code ins TS geschrieben. Ja, sicherheitshalber. Weil Sie ist so klug. das würde auch Billy tatsächlich machen. Also ich meine, wenn wir nach einem trinkreichen Abend, dann habe ich überall irgendwelche Merkzettel normalerweise rumfahren. Also Natürlich rotieren. irgendwie, wie vor allen Dingen was sechsstelligen Code mit zwei Buchstaben und vier Zahlen, den merke ich mir jetzt auch nicht. Ja, deswegen hat sich den Sibylle auch ganz schlau, wie sie ist, irgendwie gleich mal auf irgendeinen Comlink-Vermerkzettel geschrieben. Mensch, du bist so klug, du solltest Runner werden. Okay, ich habe ein Auto. Ich frage mich gerade, wie das für jemanden ist, der seinen Cousin als Frau wieder sieht, der eigentlich tot ist, nach tausenden von Jahren. Und dann holt er erstmal so eine pinke Limousine aus einer abgefuckten Garage. Ja, Das sieht Mahinas bestimmt super Gedankengang aus. dazu ist praktisch und ich dachte schon, ich hätte hier die auffälligste Karre im Stadtteil. Schätzelein, du bist hier mit der Queen. Oder wie das mal das Flummi zu mir gesagt hat, The Zone has a new Queen. Ne, aber egal. Ja. Ja, steig mal ein. Darf man in deinem Auto auch rauchen? Nee. Nicht so Dann muss ich jetzt wirklich. vorher noch mal eine rauchen. Ich Dann bin rauch echt. du mal. Puh. Du wärst so ziemlich die Letzte gewesen, die ich hier erwartet hätte. Die letzte. Das ist witzig. Ja, sie schmunzelt so ein bisschen schräg. Damit hast du dich jetzt schon abgefunden, oder was? Sie zuckt so ein bisschen die Schultern. Du wolltest früher auch immer die strenge Gouvernante spielen in den schicken Sachen. Ich bin die strenge Gouvernante Ihr Grinsen wird ein geworden. Stückchen breiter. Oh Aber du siehst gut Gott. aus. Ja, Ungewohnt, Dankeschön. aber gut. Ja, Frau tut, was sie kann, ne? Was soll ich sagen? Man, ne? Es ist halt, wie es ist, so. Mehr kann ich dazu jetzt auch momentan nicht sagen. Ich wollte es nicht aus der Straße hier so viel erzählen. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Sie raucht ihre Zigarette auch relativ zügig, schnipst sie dann irgendwann weg, nickt dir dann zu und krabbelt mit ins Auto. Ja, wir fahren jetzt einfach rum. Also ich setze einen Autopilot auf einen großen Zirkel. Hör mal. Moment, du hast gesagt Machina, genau. Du weiß nicht, kommst du in irgendwelche Gebiete, irgendwie Probleme oder so? Ich weiß ja nicht, ich. Oh Gott, ich frag so dumme Fragen, aber ich frag dich trotzdem lieber mal, weil du bist ja offiziell gar nicht hier, ne? Sie zuckt so ein bisschen die Schultern. Ja, ich kenne von Moskau noch nicht ganz so viel. Ich bin noch nicht allzu lange hier. Ich weiß nicht so genau. Ja, okay, Glaubst du, die. ich falle in deinem Auto auf, wenn ich hier sitzen bleibe? Sie rutscht noch mal ein Stück den Sitz runter, sodass man sie gar nicht mehr so doll von außen sehen kann. Naja, wenn wir in irgendein komisches Gebiet fahren, also da, wo ich mich als rumtreibe, dann kann das schon passieren, dass du kontrolliert wirst. Das will ich jetzt eigentlich, glaube ich, nicht. Gut, hast du was ausgefressen? Also, Sucht ich dich jemand? kann meine Sinn nicht mehr nutzen. Okay, gut, wir fahren C-Gebiete durch, so, was halt noch zugänglich ist für uns, dass wir nicht gerade in Gefahr kommen. Ich glaube, da lasse ich mir gerade mal eine Route kalkulieren, die uns irgendwie Kreis drum führt, damit wir nicht in irgendwelche Schwulitäten kommen. Ja, okay. Mahina schmunzelt relativ breit. Lustige Wortwahl. Und das aus deinem Haha! Mund? Ja, so lustig, haha, das hat jetzt damit nichts zu tun. Also, nur weil ich jetzt, also ich, willst du das echt wissen von deinem Cousin? Cousine? Keine Ahnung. Cousine, ja.
Also Männer haben es mir jetzt nicht so angetan, so richtig. Naja, gut, also es kommt drauf an, jetzt dann, also, ne, gegen Sixpack und so habe ich auch nichts eigentlich, aber ist doch jetzt auch nicht wichtig. Jetzt sag mal, was machst du in Moskau? Du bist doch tot, verdammt. Ich hab's doch die Nachrichten gelesen. Also du bist für tot erklärt. Naja, gut, okay, jetzt macht's Sinn vielleicht ein bisschen. Sie zieht so ein bisschen fragend eine Augenbraue hoch. Das war nicht meine Schuld. Wie nicht deine Schuld? Was denn passiert jetzt? Oder willst du nicht drüber reden, oder was? Sie nagt so ein bisschen an ihrer Unterlippe und es scheint nicht so das Thema zu sein, dass sie jetzt gerade so wegflasht, als dass sie da stundenlang drüber sinnieren möchte. Bringt dann zwischen relativ zusammengepressten Zähnen ein: Ich konnte nicht mehr nach Hause. Oh, das kenne ich. Oh, shit. Oh, fuck. Wie bist du jetzt? Oh Gott. Wie lange warst du denn weg? Sieben Jahre. Ui. Und wie lange bist du jetzt in Russland? Also, ey, sorry, in Moskau? Scheiße. Ich hab noch Alkoholnachwehen von gestern. Sorry. In Moskau bin ich jetzt seit ungefähr 2,5, 3 Wochen, glaube ich. Ach Gott, dann bist du ja noch ein Greenhorn hier. Mensch, scheiße, da müssen wir ja unbedingt mal Party gehen, oder? Gehst du auf Partys, Kind? Ihr Grinsen wird deutlich breiter und ein bisschen entspannter. Sie nickt, klar, wenn's mit viel Bass ist. Hehe. Oh, da weiß ich Clubs definitiv. Aber ich habe auch andere gute Sachen anzubieten. Ist nicht nur so, dass man viel Bass braucht. Aber das machen wir mal anders. Uff. Wir holen uns jetzt erstmal gerade im Staffel noch einen Kaffee ab und dann trinken wir jetzt einen Kaffee im Auto, oder? Hast du Durst? Ja, ich nehme einen Tee, aber was ist Einen denn mit dir Tee? passiert? Du hast doch einen Autounfall gehabt, dachte ich. Ja. Stecken deine Eltern damit hinter? Milan ist tot. Ja, Milan ist tot. Ich kann auch nicht so direkt drüber reden. Pass auf, da ist was passiert im Krankenhaus und ich konnte nicht mehr heim und Mami und Papi haben dann gesagt, ja, die haben sich dann drum gekümmert, dass ich halt rauskomme hier aus Novosibirsk weg. Das war alles nicht so einfach. Das ist jetzt schon mittlerweile, oh mein Gott, oh, 12 Jahre jetzt schon. Scheiße. Sie nickt. Ich war auf deiner Beerdigung. Ja, ich glaube, da waren so ein paar Leute. Wie ging's denn? Was soll ich denn sagen? Verdammt, das war alles nicht so einfach. Und glaub mir, gewollt war das auch nicht. Das Ganze. Das war Und scheiße. jetzt bist du Was? hier als Sibylle? Genau, ja. Also bitte, wenn, also normalerweise sprechen mich die Leute als Foxy an, also Foxy Lady eigentlich. Aber klar, Familie, dann, ne? Dann ist es Foxy. Sorry, Sibylle, verdammt. Natürlich Sibylle. Aber ich kenne jetzt auch nicht so viele Leute hier. Also dann normalerweise solltest du nicht in die Verlegenheit kommen, dass du da irgendwie dich verbrabbelst. Wie bist du denn jetzt da untergekommen? Bist du da gut versorgt? Ja, ich bin im Moment gerade in der Wohnung über dem Laden, für diesen Monat zumindest. Was danach ist, muss ich noch mal gucken. Gott. Verdammte Scheiße, ey. Wie geht's denn deinen Eltern? Hast du da noch Kontakt irgendwie zu, oder? Du siehst, dass sie gerade tatsächlich, obwohl sie generell schon recht blass ist, tatsächlich noch blasser wird, sinkt in ihrem Sitz ein bisschen zusammen und zuckt dann so ein bisschen die Schultern. Auch ein scheiß Thema. Na, Ich weiß nicht. ich will dir ja keine Würmer aus der Nase ziehen. Es ist ja nicht so, dass. Puh, das ist jetzt schon heftig hier. Dass du mich überhaupt erkannt hast. Oh Gott, das ist schlecht. Oh. Deine Augen und deine Gesichtszüge und du, ich meine, wir haben einiges an Zeit miteinander verbracht. Du bist halt immer noch du, nur in weiblich. Ich dachte, ich wäre eigentlich eine Verkleidungskünstlerin geworden in der Zwischenzeit, aber anscheinend nicht genug. Sie zuckt die Schultern. Ich hatte mich eigentlich auch versucht, ein wenig zu tarnen und nicht ganz so. Naja. Na, ich kenne dich als kleiner Stöpsel. Komm, sie guckt so ein bisschen entrüstet. So klein war ich gar nicht. Naja, also doch schon eigentlich. Ich bin nur ein bisschen jünger gewesen als du. Sie streckt dir die Zunge raus. Das bist du immer noch. Du bist immer noch 7 Jahre jünger als ich, oder? Ich meine, das waren noch 7 Jahre, ne? War Sie das nicht nickt. sowas?
Siehste, kleiner Stöpsel, du. Du hast ja gerade mal über die Tischkante gucken können. Naja, bis zu meinem Unfall halt. Dann bist du eigentlich ja hochgeschossen. So halbwegs. Freihans ist voll doof gewesen ohne dich. Es hat mit dir viel mehr Spaß gemacht. Das sagst du jetzt nur, um mich zu trösten. Nein, das sage ich nur, weil die ganzen Alten viel zu langweilig gewesen sind. Ich vermisse die Gänseleber von deiner Mama. Die war mal so lecker. Aber das kriegen wir jetzt hier nicht mehr so richtig. Siehst, dass Marina noch mal schluckt. Na, ich kann ja mal gucken, ob ich nicht mal koche oder so, aber dann so gut bin ich dann wahrscheinlich doch nicht. Ja, was soll ich denn sagen? Was machst du denn jetzt in Russland hier mittlerweile? In Russland sage ich die ganze Zeit. Verdammt, der Alkohol ist immer noch im Blut. Also du arbeitest da jetzt und bist weg vom Fenster und keiner, also ich darf nicht irgendwie irgendjemand erzählen, dass ich dich getroffen habe, ne? Du hast noch Kontakt zu deiner Familie? Ich kann's nicht Kontakt nennen, nee. Du kennst doch noch Milena, oder? Die Haushälterin? Das war deine Nanny, oder? Genau, meine Nanny. Und ja, also über sie quasi. Es darf keiner wissen, dass ich hier bin. Ich kann erst zurück, wenn ich fertig bin. Fertig? Mit was? Du weißt doch, was Mamas und Papas großer Traum gewesen ist. Und ach, es ist manchmal alles so kompliziert. Jetzt lass mal den Kopf nicht hängen. Eigentlich sollten wir einen Grund zum Feiern haben, oder? Wir müssen doch heute Abend gleich mal weggehen, was trinken gehen, oder? Ja, genau. Lass uns doch einfach das irgendwann anders machen und erstmal feiern, dass wir uns wiedergefunden haben. Sie nickt. Sag mal, und Billy reicht dir über die linke Schulter an dein Ohr und hebt die Haare an. Was denn das? Ich. Sie guckt so ein kleines bisschen trotzig. Ich bin eine Elf und es hat einfach nur ein bisschen gedauert, bis es rausgewachsen war. So. Lass mich mal gucken eben. Die sind gar nicht schlecht gemacht, Mensch. Die sind nicht gemacht. Okay, wenn die nicht gemacht, dann tut mir das natürlich leid, dass ich das jetzt gesagt habe. Dann sind die natürlich toll. Also habe ich jetzt meine Cousine wiedergefunden. Die alte Elfe. Meine Elfencousine. Sie nickt und muss tatsächlich, obwohl sie eigentlich versucht, wohl gerade böse zu sein, trotzdem so ein bisschen grinsen. Das ist so cool, verdammt. Ich bin eine Frau und du bist eine Elfe. Oh Gott, wir müssen feiern gehen. Vielleicht waren wir das beide schon immer und haben nur, weißt du, wie so ein Schmetterling, der ist auch erst eine Raupe und muss sich dann verpuppen und dann dauert das eine Weile und wenn der wieder rauskrabbelt, sieht der ganz anders aus und hat sein wahres Ich gefunden und so. So. Na dann bin ich da ja mit voll zufrieden mit der Aussage und ich kann mich nur nicht an meine Verpuppung erinnern mehr so richtig, aber naja, das ist auch wieder ein anderes Thema und das lassen wir lieber. Ja, verdammt. Ich glaube, wir müssen erstmal über die ganze Vergangenheit sprechen, die jetzt aufgetreten ist, die vergangenen 100 Jahre, die vergangen sind. Julika wollte noch irgendwas an Billy richten, weil ansonsten würde ich vorschlagen, wir sabbeln jetzt einfach dann im Auto. Ich möchte nur kurz festhalten, es wird beim Staffer für Mahina kein Kaffee, sondern Tee gekauft und sie wird ansonsten relativ bereitwillig Fragen beantworten und ja, wir können gerne switchen. Hau rein. Ja, wir können ja dann wieder einsteigen im Auto und was Billy noch vorhatte, wäre dann irgendwann Jojo anzurufen, zu sagen, dass wir Party machen müssen heute Nacht. Vielleicht sogar im Boris Bar, weil wir waren noch nicht im Boris Bar. Gut. Während die beiden also im Auto was nachholen. Bei Jojo, nachdem Billy angerufen hatte, direkt 2 Minuten später klingelt wieder dein Comlink. Unbekannte Nummer. Yo. Guso hier. Steh vor deiner Tür mit Reim und du bist gar nicht da. Vor welcher Tür? Ich bin doch umgezogen. Ach nee, du warst ja so lange nicht da. Ich bin umgezogen. Ich weiß doch, wo du wohnst jetzt, aber also cool, hier ist niemand da. Cool, da bin ich auch nicht.
Ja, und vor allen Dingen hast du einfach mal den Code von deinem Schloss geändert. Ich weiß gar nicht, was das heißen soll. Ist ja auch ein anderes Schloss. Warte, ich komme heim, kriegst einen eigenen Code. Sehr gut. Ich habe dir ein Einzugsgeschenk mitgebracht, ja. Du hast mir ein Einzugsgeschenk mitgebracht. Natürlich. Finde ich gut. Alles klar. Pass auf, ich brauche hier noch ungefähr 5 Minuten. Dann fahre ich sofort los. Und wenn ich in 5 Minuten nicht losgefahren bin, trete ich dem, der mich aufhält, in den Arsch und komme dann trotzdem in 5 Minuten. Und bin dann in 10 Minuten. Das klingt irgendwie gerade komisch. Also ich fahre dann los Ja, und komme warte mal, gleich. kannst du noch diesen, weiß ich nicht, sehr ansprechenden, wirklich freundlichen Herrn, der mich am Genick gepackt hat, sagen, dass ich hier so lange warten kann? Ich halte mal das Kommling in seiner Richtung. Der kriegt einen eigenen Code, der kann da bleiben. Na, kannst ja, alles klar. Pflaumen, guck mich nicht so blöd an, du Wichser. Dürstes Plumpsen. Und klappern, weil das Kommling jetzt offenbar zu Boden fällt. Jo, au, gut. Nette Nachbarschaft. Ich bin begeistert. Du hast dich ja wohnortlich auf jeden Fall rausgeputzt für mich. Finde ich schön. Also, du bist gleich da? Na hallo, ich dachte, das Haus gefällt dir wenigstens. Das Jungs, ist ich bin auf jeden gleich Fall da. richtig cool, ja. Sag ich doch. Ja, dann komm mal Ich rum hab halt Geschmack. und ich brauche dann vielleicht mal noch irgendwann die Tage, die Woche oder so deine Hilfe. Das ist ganz wichtig. Kein Ding. Ich hatte eine Vision. Du weißt, dass du mich nur fragen musst. Kein Ding. Klar helfe ich Ah, das dir. ist keine Frage, das ist eine Aufforderung. Ich brauche deine Hilfe. Aber okay, komm erst mal rum. Jo. Sie legt auf und beeilt sich und guckt, dass sie da jetzt rumkommt. Ja, 10 Minuten später bist du da. Jo. Guso sitzt vor deiner Tür. Also, wenn er ein Einzugsgeschenk mitgebracht hat, dann ist es klein. Ja. Guso hat schon immer seltsame Auffassungen von allem Möglichen gehabt, deswegen ist das jetzt nicht weiter verwunderlich. Ein Einzugsgeschenk kann auch sein, dass er ihr einen Haufen aufs Bett legt oder so. Das ist schon okay. Bei Guso kann das alles heißen. Aber das ist ein besonders schöner. Natürlich. Mit Einer, Schleifchen. auf den man auch nochmal einen zweiten Blick riskiert. Akkurat, bitte. Durch so eine Form gepresst, durch so eine Weihnachtsplätzen, egal. Bitte. Ein Nom, 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 Weihnachtsengel. nom, nom. Ja, ein Weihnachtsengel. Gut. Ja, Jojo kommt an, umarmt ihn. Natürlich. Da, jetzt ist sie da und jetzt kriege ich meinen Code. Los geht's. Jo, irgendwas Bestimmtes? Und jetzt sagen die 1, 2, 3, 4, 5. Nee, warte mal, du hast Zahlen und Buchstaben, finde ich super. Kann ich selbst einspeichern? Jo, ich würde ihn auch gerne sehen, aber ja. Wie? Du darfst den nicht sehen, ist ja mein Code. Na gut, speicher ein. Okay. Penis Haupt Bitze 43 Doppelkreuz. Okay. Gut. Ach, hier, warte, 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 warte. Er durchwühlt seine kleine Umhängetasche, die wirklich, wirklich klein ist. Hält ihr einen Datenchip entgegen. Es ist Cool. ein Schleifchen drum, tatsächlich aus Klopapier. Jojo, guck mal, was drauf ist. Es sind 197 neue Formen für deine Marshmallow-Maschine mit dem Thema der allseits beliebten Kinderserie Zorgi Zwerg erklärt die Welt. Da sind die ganzen lustigen Figuren drauf, die du schon immer in Marshmallows pressen wolltest. Er kriegt einen Schmatzer auf die Wange. Ah, boah, Einen hetero. nassen. Oh, hetero, pfui. So, jetzt zeig mal her, was du hier so hast. Ich muss dich mal wieder dran gewöhnen. So, komm rein. Hier, da, das habe ich. Oh. Ich dachte, du hast noch irgendwie, weiß ich nicht, Mobiliar hinzugefügt oder verändert. Also, ich meine, der Schnitt der Wohnung ist ganz cool, aber es ist ja echt nur das alte Zeug. Naja, was erwartest du denn?
Na, ich habe erwartet, dass du mich als dein, weiß ich nicht, Indie-Designer noch brauchst, deswegen er wühlt Pass wieder. Auf. Deswegen. Warte mal. Bist du hier? Tob ja, dich ja, aus. Ja. Das willst du nicht. Er tob dich aus und wenn ich dann wieder irgendwelche Pflanzen bei dir im Schrank züchte, dann ist es wieder plötzlich zu viel. Solange du keine fremden Leute bei mir reinlässt, ist mir das egal. Okay, da hat jemand sein Todesurteil. Gut, aber warte, hier, du. Er holt noch. Also keine mir fremden Leute. Und keine mir. Also, du weißt schon, was ich meine. Ungefähr. Er holt noch ein paar Aufnäher aus seiner Umhängetasche. Das ist auch von dieser beliebten Serie, die Figuren. Die Aufnäher sind teils an den Rändern etwas abgerissen und in einigen stecken noch Fäden, wie als wären sie nicht gekauft worden, weißt du? Das ist okay, das steigert ihren Wert. War schwieriger als Kindern an Leute zu klauen, muss ich gestehen. Das erfordert auch ein bisschen mehr Kraft, die abzureißen. Und dann das Wegrennen, boah, weißt du, das mit dem ganzen Rauchen, das ist eine harte Ansage. Aber die kannst du auf dein Sofa oder sowas pappen, da hast du wenigstens mal was Neues. Oh, ich habe auch noch eine Hose, die irgendwie kaputt gegangen ist. Da kann ich die auch noch für brauchen, das ist gut. Sehr gut. Die kommen auf dein Sofa. Gut. Sag mal, warum bist du überhaupt hier hingezogen? Weil ich aus meiner alten Bude raus musste. Und weißt du, wie schwierig das war, dich zu finden? Warum hast du nicht einfach angerufen? Du hast doch meine Nummer. Ja, da muss ich mir immer erst einen Comlink borgen, weil ich meins immer irgendwo liegen lasse, wenn ich eins habe. Und also so, das, ja, was stimmt. Vorher geborgt wurde. Und ich weiß, das ist anstrengend. Aber, na gut, hier lässt sich's vielleicht tätowieren. Noch was Nein, ich kann dir meinen Com-Code nicht eintätowieren. Ich kann dir Nanotattoos irgendwie, also Nanos-Dingsbums reindingsen und dann kann ich die Nummer mal verändern, wenn die sich ändert. Das ist voll gut, dann weißt du sie wenigstens. Nee, ich bin jetzt gerade voll auf dem Bio-Trip und da kann ich mir das gar nicht leisten. Oh, du bist gerade voll auf dem Bio-Trip? Deswegen, ja, aber ich verstehe schon. Aber du kannst vielleicht ein heißes Eisen verwenden und mir deine Nummer einbrennen. Ja, die ändert sich ja immer. Also nicht wieso, immer, aber die ändert sich wieso ja manchmal. Das kann doch nicht sein. Wieso änderst du denn dauernd deinen... Mach dir doch einfach einen, weiß ich nicht, Guzo-Only-Com-Code. Und der muss sich dann nicht ändern. Ja, weißt du, das Ding ist, ich habe so viele Stalker, ich muss die ja irgendwann mal wieder loswerden. Ja, aber wenn du eine Guzo-Only-Nummer hast, du verstehst das Prinzip, ne? Ich verstehe das Prinzip. Sehr gut. Wir kommen es geschafft. Also, nächste Woche würde ich sagen, lässt sich's hier aushalten. Lässt ruhig mal noch ein größeres Sofa oder Bett irgendwie noch reinstellen können. Nö, hätte ich nicht. Kein Sperrmüll draußen und keine Kohle. Na gut, okay. Ja, auf deinem Sofa werde ich es aushalten. Ich hoffe, du hast eine Isomatte für dich. Ich habe keine Isomatte für dich. Du kannst hier aussuchen, für ob du entweder dich mit mir in einem gesagt. Du kannst hier aussuchen, ob du entweder mit mir in einem Bett schläfst oder ob du wahlweise selbst dafür sorgst, dass du eine Schlafgelegenheit bekommst. Na gut. Kriege ich alles hin? Ich meine, der Boden ist sicherlich bequem genug für dich, aber als gute Gastgeberin macht man sowas ja auch mal. Aber ich, ganz, ganz wichtig, ich hatte eine Vision. Prostituiertenstreitwagenrennen in der Mall von Sokol. Ich brauche Streitwagen. Habe ich dir schon gesagt, dass ich dich liebe? Heute nicht. Ich brauche Streitwagen? Ich brauche mehrere Gefährte. Und also, du willst, dass ich die jetzt beschaffe? Nee, was heißt beschaffen? Ich will einfach nur eine Wanne oder sowas mit Rädern dran und das reicht. Ich habe die Nutten zusammen, ein paar, die ziehen und dann gibt's einen Fahrer, der muss leider männlich sein und keine Nutte jeweils. Also ich habe so an 3, 4 Gefährte gedacht. Und dann hinten noch eine Nutte drauf, die mit solchen riese Wattebäuschen sich gegenseitig versuchen, dann noch runterzuschmeißen halt, ne? Ich habe halt die Wattebäuschen habe ich auch schon, ja. Also diese Riesendinger. Und was ich halt brauche, ist jemand, der zum Beispiel, weiß nicht, so eine Achse dran löten kann oder schweißen oder was man da halt so macht. Kabam, klaro, kein Ding. Also, wenn ich
Badewannen finde oder Duschkabinen oder keine Ahnung, irgendwas finde, worauf man dingsen kann, sitzen kann, dann alte Ruderboote. Haha. Nein, irgendwas finde ich schon. Ja, darf nicht ganz so groß sein. Also, ich habe mir das so vorgestellt, er nimmt... Du kannst mir zur Not auch mal suchen helfen. Ja, ich habe ja... Lass mich doch mal ausreden. Er zeichnet jetzt auf deinem Tisch mit einem Edding, wie er sich das gedacht hat. Also, Das ist okay, der Tisch wird oft beschmiert. Die Wanne muss halt, also das Gefäß muss halt relativ klein sein, da soll man gerade so sitzen können, hier. Und dann die Nutte muss quasi... Ja, genau, und die Nutte muss... Die Prostituierte muss gerade so Platz haben, quasi ihre Füße da noch reinzukriegen, damit das ein bisschen wackeliger wird. Das war so mein Gedankengang. Ich dachte, die Gefährte sind Kerle. Also die Fahrenden sind Kerle. Man muss das naja, groß genau, genug genau. Sein, der Fahrer und die Nutte gerade so, dass man sich so... Dann geht keine Babybadewanne. Ja, genau. Also das ist ein bisschen größer, aber halt nicht zu groß. Und ich dachte erst daran, das aus Pappmaché zu bauen, ging aber nicht. Ging sofort kaputt bei der ersten Kurve. Eine Art Bollerwagen oder sowas? Also ein großer, es gibt die Dinger ja auch in größer. Ja, das klingt schon gar nicht so dumm. Also ich habe sowas mal gesehen, da sind irgendwie Eltern mit ihren Kindern irgendwie durch die Gegend gedingst und die hatten halt nicht diese normalen Bollerwagen, sondern so große Bollerwagen, weißt du, also so komische. Oder diese Fahrradanhängerwagen, die kannst du auch nehmen, die eignen sich auch übrigens hervorragend, um Leute davor zu spannen. Das klingt alles gar nicht so dumm. Oder kleine Autoanhänger, aber ich glaube, diese Fahrradanhänger sind sogar noch besser. Weißt du, welche ich meine? Ich habe ungefähr eine Ahnung. Ja, also die haben ja so eine Achse nach vorne, wo die eigentlich an diese komische Anhängerkupplung, Gedönse-Dingsbums drankommen oder halt diese alten Autoanhänger, da gibt es ja auch kleine. Und wenn du sowas nimmst, das müsste doch eigentlich gehen. Also es hat doch die perfekte Größe und du kannst rechts und links noch... Also die Nutten vorspannen irgendwie, das geht doch so wie Pferde halt vor so eine komische Kutsche. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich dich verachte, aber deine Ideen manchmal hilfreich sind? Mehrfach. Ich weiß, dass du mich verachtest. Ach gut, jetzt ist das geklärt. Das lag mir ewig auf dem Herzen. Vielleicht hatte ich nur vergessen, dass ich schon gesagt habe, aber das klingt auf jeden Fall, als wäre das die nächste Option. Ey, du hattest doch irgend so einen Typen am Schrottplatz. Ivan. Genau, ich wusste, dass der Ivan, na klar, Ivan, wer denn sonst? Den könnte ich bestimmt da mal irgendwie fragen, ob der Rohmaterial hat. Und dann bringe ich das her und dann baue ich das mit dir. Und Bemalung kriege ich hin, das ist kein Ding. Noch ein paar Kühlerhaubenfiguren quasi, yeah. Geil, das machen wir so. Läuft. Weißt du, wo Ivan ist, oder soll ich dir die Adresse geben? Gib mal. Sie gibt ihm die Adresse und zeichnet ihm auf dem Stadtplan ein, wo das ist. So Typen auf dem Schrottplatz sind doch einsame Gesellen, die ab und zu mal Kundschaft haben, aber ansonsten rumsitzen und nichts machen. Und wenn ich heute vorbeikomme, ist das okay, ne? Klar. Sehr gut. Und da ist ein Kumpel von dir, ist nämlich an, der ist billig und billig. Willig weiß ich nicht, aber billig schon. Cool. Ach ja, sorry, aber du bist weder männlich genug, noch bist du irgendwie, also noch nicht so richtig eine abgefuckte Nutte und deswegen kannst du leider nicht mitmachen. Das dachte ich mir, dass du das sagen würdest. Nicht verstehst du mir zu gar nichts. Tut mir ja auch leid, aber für eine Nutte hast du zu wenig Falten und zu wenig Zähne und zu wenig Drogen im Blut. Zu wenig Zähne? Zu viele Zähne und zu wenig Drogen im Blut. Und für einen Kerl, hey, was ist denn das für ein Kerl? Komm schon. Ich kaufe mir ein Strap-on. Das ist wirklich schön, dass du dich bemühst im Rahmen deiner Möglichkeiten. Aber du hast und so das ein mit dem Püppchengesicht. Ah, ja? Du bist, ja, das geht nicht. Das geht deswegen nicht. Ich hatte ja auch überlegt, ob ich einen Teil der Bemalung der Wägen in AR mache, aber das geht deswegen nicht, weil in der Mall ist so viel AR-Spam und Werbung und so ein Scheiß. Die Leute dürfen ja dort nicht wirklich ihre Comics ausschalten, aber ich habe das auch schon mal mir angeguckt. Da siehst du gar nicht mehr durch, da siehst du gar nicht mehr dann, dass da irgendwas AR an irgendwelchen Leuten hängt. Also, geht echt nicht. Ich könnte das Startgirl machen. Habe ich einen Startgirl? Das habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ja, du kannst das Startgirl machen, wenn du willst, auch die Moderatöse. Die Moderatöse? Das ist zu viel, das musst du machen. Hey, ich fahre doch.
Also wenn ich nicht selbst antrete, wo ist denn dann der Sinn der Sache? Kannst du mir das mal bitte erklären? Ah, Mann. Ja, ist ja gut. Also in ungefähr, ja, ich will es eigentlich in so 16, 17 Tagen oder so. Also ich will's im März will ich es auf jeden Fall noch machen. Das läuft. Ist halt eine Sache, die ein bisschen mehr Planung erfordert. So, dann bin ich vielleicht bis Ende März im Knast. Ja, das kommt alles hin. Danach nächstes Projekt. Gut. Super. Dann war da noch irgendwas. Ich hatte noch irgendwas ganz Wichtiges jetzt hier bei deinem Einzug. Ah, genau! Na, endlich. Gut. Er kramt nochmal in seiner Umhängetasche, holt einen Topflappen hervor, auf dem groß Duellhandschuh steht und schlägt dir damit volle Kanne ins Gesicht. Du hast mich herausgefordert zum Duell. Nimmst du an. Meine Ehre gebietet es mir. Gut, die heutige Herausforderung. Der Gewinner bekommt 2 Nuyen. Wird es sein? Selbst ausgedachte Pornotitel vorzutragen und eine Jury wird durch ihr Lachen vermerken, wer der Gewinner sei. Verdammt, ich habe keine Jury eingeplant. Ja, das ist scheiße. Und bei dir im Viertel sieht's irgendwie nicht so aus, als hätten die da hundertprozentig Bock drauf. Aber jetzt ist der Wettkampf schon eingeleitet, das Duell kann nicht mehr abgeblasen werden, wir brauchen dringend irgendwie eine Jury. Besorg mir eine Jury, und zwar schnell. Wo ist Billy eigentlich? Die war doch eigentlich hier. Ach nee, die hat mich ja angerufen, die wollte ja fahren. Billy ist... Foxy Lady Billy, ja? Ja, ja. Könnte es eine bessere Jury geben? Jojo ruft Billy an. Ja. Ihr seid übrigens gerade im Staffershack und trinket Tee. Nee, wir haben Kaffee und Tee gekauft, sind aber zurück im Auto und fahren ja den Circle, den ich geschrieben habe, weil wir Themen besprechen, die nicht auf... Verzeih, du hast natürlich vollkommen recht. Bitte. Ihr seid wieder im Auto, aber mit Kaffee und Tee. Ja. Quasi ja. Coffee to drive. And tea to drive. And tea to drive. Coffee to drive. Das hört sich an wie ein Hustensaft. Das stimmt. Oder ein arabisches Gericht, Kofti. Toffee to drive? Okay, ja, da auf jeden Fall. Yay. Ja, was ist denn los? Ich brauche eine Jury, ganz dringend. Sofort antanzen. Egal, wo okay. Du bist, sofort antanzen. Wo stelle ich mein Auto ab? In der Garage. Du hast okay, doch den Chef. Code. Jawohl, Chef. Wir sind auf... Ich bringe noch jemand mit. Passt. Okay. Warte, sie bringt noch jemanden mit. Wen bringst du mit? Ich bring meine Cousine mit. Du hast eine Cousine? Ja, ja. Du hast Leben, du hast Eltern? Hör mal, du bist diejenige, die auf die Welt geploppt ist, so aus dem Nichts heraus. Hä? Ja, da war ein Knall und dann war da eine Jojo. Das gefällt mir. Ich weiß. Ist ja auch die Wahrheit. Wir sind auf dem Weg, wir kommen gleich. Wir sind 50, warte mal, was ist denn das hier? 60 Kilometer weg von dir, wir sind bald da. 60 Kilometer? Ihr seid niemals 60 Kilometer weg von ihr. Wenn ihr irgendwo lang... So, sorry. Es tut mir doch leid. Lachen, bitte, das nächste Mal. Ja, dann kann ich das auch. Ja, du unterbrichst ungefähr. Mich immer. Deine Mutter, du hörst mir nicht zu. Deine Mutter steht im Schacht, du Bauer. Nein, in ungefähr 8 Minuten seid ihr da. Denn wenn du wirklich keine Sim-Kontrolle willst, ist es sehr sinnvoll, bei Jojo in der Nähe rumzufahren. Deswegen, sinnlos, sinnvoll. Los geht's. Wir sind gleich da. Alles klar. Tschüss. Sie legt auf. Ich hab eine Jury. Also, Billy kommt und sie bringt noch jemanden mit. Ihre Cousine? Offensichtlich. Ups. Super. Die Jury wird mit 1 Nuyen entlohnt. Also, insgesamt. Ach so, und ich dachte schon, du wolltest mich dafür in die nächste Mall schleifen. Hä? Ach so, nee, ich weiß doch, wie du auf Öffentlichkeit... Oder in, keine ich Ahnung, Grundschule. Ich hatte erst gedacht, dass man das vielleicht auf einem Kindergartenausflug machen könnte, aber ja, ich weiß ja auch, wie du auf Öffentlichkeit stehst und ich bin ja schon überrascht, dass du bei der Mall hast da Bock, dass das Stadtgirl zu machen und nachdem ich irgendwie das letzte Mal bei meiner kleinen Demo irgendwie voll interviewt wurde und so ein Scheiß, da habe ich nicht... Ich habe heute gedacht, privater Rahmen ist doch was Schönes zu deinem Einzug.
läuft. So, ich mach uns erstmal einen Kaffee, ne? Mach mal. Ach, tust mir einen Gefallen. Sie drückt dir den Chip in die Hand. Speis das mal bitte ein. Mach mal. Ich weiß natürlich, wie das geht. Aber das ist eine niedere Aufgabe, die ich nicht erledigen kann. Oh, verzeih, vielleicht sollte ich das dann tun, oh großer Meister. Und direkt, willst du Marshmallows? Ich hab Bock auf Marshmallows. Ne. Wieso denn das nicht? Ich, Öko-Bio-Trip. Ne? Ach ja, du bist ja auf dem Öko-Bio-Trip, Verzeihung. Aber sie sind vegetarisch. Ja, Salzsäure ist auch, na, schlechtes Beispiel. Phosphorsäure ist auch vegetarisch, aber nicht bio, also... Bestimmt, doch. Weiß ich. Als ob du dich mit Chemie auskennen würdest. Lass mich doch in Ruhe. Ich mache jetzt Kaffee. Aber ich behaupte es einfach. Denk dir lieber Pornotitel aus. Ach ja, verdammt. Dafür brauche ich aber Marshmallows. Dann macht ihr welche, Mann. Aber du wolltest doch... Ja, mach mal Kaffee. So, ich mache jetzt Marshmallows. Selbst schuld, wenn du keine haben willst. Oh, ich habe eine Idee. Sie macht Tier-Marshmallows und also macht random Marshmallows, lässt aber auf jedes Marshmallow Bio draufschreiben. Sehr gut. Währenddessen, Entschuldigung, da er wird davon trotzdem nichts essen, dich herabwürdigend anblicken und die Lippen schürzen, seinen Kaffee schlürfen, dabei die Beine überschlagen. Snob. Er hat sich sogar eine deiner kleinen Teller als Untertassen dafür genommen. Genau. Und währenddessen im Auto. Machina? Ja? Wir fahren jetzt wohin? Ich hab das gerade... War das ein Subvokales oder war das ein offenes Gespräch? Das war offen. Das war über eben sogar Lautsprecher im Auto. Du hast gesagt, wir fahren jetzt irgendwo hin. Wohin fahren wir? Warum? Ich muss dir meine Schwester vorstellen. Das ist das Erste. Das wird lustig. Und wir trinken dann dort was. Und... Du kannst mit der eigentlich relativ offen... Also du musst jetzt so das nicht alles erzählen. Aber die kennst du... Deine Schwester? Ja, meine Schwester im Geiste. Die ist cool. Pass auf, du musst dich drauf einstellen. Okay, du weißt quasi, wo wir hinfahren, weil wir zurück zu dem Laden fahren, wo du arbeitest, quasi. Und die wohnt da in der Nachbarschaft. Und da fahren wir jetzt hin. Und du lernst Jojo kennen. Okay. Der Name ist Programm, also stell dich drauf ein, Menge Spaß und du verstehst doch noch Spaß, oder? Kind, sag doch mal, du lachst so wenig. Sie grinst so ein bisschen schief, klar, bestimmt, klingt lustig. Wir fahren nämlich jetzt zu meinem Hasen. Mein Hase. So sieht's aus, genau. Und da wird's lustig. Sie nickt, bestimmt. Begeisterung, ich sehe schon. Wunderbar. Gut, das sollte es dann gewesen sein. Von meiner Seite. Oder hast du noch Glaubst Fragen? Glaubst du nicht, dass die komische Fragen stellen werden? Die garantiert nicht. Wenn der dir irgendjemand eine Frage stellt, die du nicht beantworten willst, dann wechselst du einfach das Thema. Das machen wir immer so. Kann man Toastbrot eigentlich einfrieren? Ich finde, dass heute das Wolkenwetter unheimlich toll aussieht. Wir sollten die Decke beige streichen. Aber dann hätte ich auch gerne 5 Euro. Aber nur, wenn ich in der Mitte sitzen darf. Natürlich, denn wir fahren auf einem Fahrrad. Nachts. Wenn nicht gerade Vollmond ist. Sie grinst, okay, klingt gut. Siehst du, genau so. Aber da war jetzt nur eine Frage dabei. Und kann man Toastbrot einfrieren? Man kann doch alles einfrieren. Ich glaube, man kann jemanden mit einem Toastbrot auch erschlagen, rein theoretisch. Wenn man das quasi vom höchsten Turm in Moskau schmeißen würde, dann könnte man mit einem Toastbrot garantiert jemanden erschlagen. Wenn es gefroren ist. Oder nicht? Ja, bestimmt. Siehst du? Das ist so wie früher, wenn wir Verstecken gespielt haben. Ah, ja, doch. Das wird genauso. Die ist total witzig. Und ich weiß jetzt gar nicht, wer da ist. Die hat ja gar nichts gesagt, ob jetzt jemand da ist. Manchmal hängen da ein paar komische Typen rum, aber die sind eigentlich ganz locker. Also, naja, bis auf Fackel, aber das ist ein anderes Thema. Naja, los geht's. Ich bin gespannt. Das kannst du sein. Brumm, 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 brumm. Ihr fahrt zurück, du fährst auf die Garage zu. Der Typ von letzter Nacht kommt auch auf dich zu, verlangt noch seine 50 Nuyen und wenn du das Auto nochmal reinstellen willst, sind es halt nochmal 20 jetzt, weil es ja nicht jetzt einen ganzen Tag sein wird. Moment, ich stehe doch jetzt in der Garage. Ist es seine Garage? Ich dachte, das ist Josefs Garage.
Das ist nicht Jojos Garage, die gehört offensichtlich, da gibt's auch mehrere, da gibt's so, nein, 3, 4, 5. Das ist auch groß genug, um dann noch ein Motorrad drin zu parken, was da jetzt auch steht. Das ist offenbar ein Service, den jemand übernimmt in diesem kleinen, ja, weiß ich nicht, Amüsierviertel. Und Machina weiß auch, dass Boy diesen Service übernimmt. Jetzt nur mal rein Akt Akta zu legen. Wie hat er mein Auto in die Garage bekommen? Nur aus reiner Kuriosität heraus. Du hast vorhin gesagt, Billy war ziemlich angetrunken. Okay. Und Jojo hat mir geschrieben, sie war nicht so besoffen. Also hat einer von euch beiden mitgedacht. Cool. Dann wahrscheinlich Jojo, die denkt bei sowas mit. Wenn sie nicht besoffen ist, klar. Ja, sie hat ja nur Cola mit Wodka getrunken, also von dem her. Stimmt. Warum geht? Genau, die war ja latschig. Ja. Hi. Ja, danke. Ja, du bezahlst ihn, er nickt dir nochmal zu. Da du jetzt auch in der Begleitung von Marina bist, was man ganz wunderbar aussprechen kann, gibt es offenbar auch einen geringen Preisnachlass, auch wenn Marina da noch neu ist, immerhin arbeitet sie da. Ja, das nennt sich dann Mitarbeiterrabatt. Sie nennt es bestimmt anders, aber ja. Ich gehe mal davon aus, mein Bus steht auch in irgendeiner solcher Garage. Ja. Ja, sollte ich den kennen, werde ich dem kurz zunicken und mich ansonsten eher an Sibylles Seite halten. Ja, da hängt meistens irgendeiner rum, das wechselt aber stark. Da gibt's ein paar Muskeln halt und den direkt kennst du sogar noch nicht. Aber er scheint über dich Bescheid zu wissen. Gruselig, aber zur Kenntnis genommen. Gut. Dann stapfen wir jetzt auf Jojos neues Heim zu. Ja, da ich davon ausgehe, dass Lexi natürlich jede Sekunde dieses Podcasts aufgesogen und auswendig gelernt hat, muss man jetzt bestimmt Jojos Bude nicht nochmal beschreiben und Guzo auch nicht, oder? Bei Guzo bin ich mir nicht ganz sicher, aber die Wohnung war bunt mit wild verschiedensten Möbeln, mit Elektrozeugs, mit irgendwie Inlineskates und Jojos und sonstigen Tüdelüt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Laufenden Tritts. Entschuldigung. Guzo, kannst dir gleich nebenbei das Bild im WordPress, ich kann es auch ins Großcatch machen, egal. Kriegst gleich ein Bild und zusätzlich zu diesem Bild, er hat jetzt Roh-Marshmallow-Masse wie Kriegsbemalung in sein Gesicht, also zwei Streifen unter die Augen geschmiert und thront auf Jojos Couch. Aber Jojo wird euch ja sowieso sicher empfangen. Während Jojo sich eine Kette aus Marshmallows gebastelt hat und sich eine Kette davon auch irgendwie an die Haare dran gemacht hat. Ja, sie hat sich die Dinger sogar auf einen Spieß gesteckt wie ein Schwert oder so einen Degen oder wie auch immer. Mahina kommt rein mit einem Hi und einem zaghaften Winken. En garde! Sie steht da und hält den. Das ist so wie so eine Art Schaschlik-Spieß mit Marshmallows in eure Richtung. Ich beiß drauf. Ey, bist du verrückt? Ich brauch das noch, das ist meine Duellwaffe. Das nennt sich Gegenwehr. Du das hast mich ist hier. Das ist meine Duellwaffe, verdammt nochmal. Du hast mich hier hinterrücks überfallen. Bist du irre? Du böser Pursche, ich tue dich zu Boden. So, die Foxy Lady beißt also kleinen Katzenbabys den Kopf ab. Ich beiß auch ganz anderen Dingen den Kopf ab, Guzo. So. Na du alter Scherenschleifer. Das ist jetzt mein Moment. Gängiger Titel. Entschuldige bitte, erstmal nachdem ich euch begrüßt habe, bin ich sehr unfreundlich. Hier, also Guzo, Jojo, Machina. Das ist meine Cousine. Ein weiteres Mal winken und hi. Hi. Sei willkommen in meinem Heim. Seit wann ist denn der jetzt bei dir eingezogen, Jojo? Seit heute. Du meinst, wie lange dulde ich sie noch in meinem Heim? Ja, Guzo, ist okay, vergebt mir eure Hoheit. Darf ich auf eurem Thron? Du musst ihm keinen Respekt erweisen, er sitzt nicht auf dem Thron. Auf welchem Thron? Reden wir von welchem Thron? Auf dem Thron. Auf dem Thron des Gewinners. Auf dem Thron. Warum habe ich noch keine Mischung in der Hand, Jojo? Weil du weißt, wo der Kühlschrank ist. Gut, los geht's. Marina, setz dich hier mal hin und hab Spaß mit den Leuten, die sind alle verrückt. Danke.
Ich habe dich hier schon mal gesehen, oder? Habe ich dich hier schon mal... Doch, ich habe dich hier schon mal gesehen. Ich arbeite unten im Spirit und wir haben uns bestimmt schon im Vorbeilaufen gesehen. Ah, daher kenne ich dich. Gut, dann, hi, ich wohne jetzt hier. Hi, ich wohne auch hier in der Nähe, also, da so drüben. Also nebenan quasi. Na gut, du wohnst nebenan. Okay, wir sind Nachbarn, cool. Du arbeitest da in dem komischen Laden, ne, der immer so komisch riecht. Der riecht nicht komisch, der riecht nach Weihrauch und nach Myrrhe und komisch, nach Fenchel. Sag ich doch. Aber das ist okay, ungewohnt. Jo, willst du was trinken, willst du was essen? Egal, da vorne ist der Kühlschrank, nimm dir selbst, wenn du was haben willst. Und ich hab Marshmallows, willst du Marshmallows haben? Billy ruft aus der Küche, ich mach doch schon was zum Trinken! Danke, danke, keine Umstände, alles gut. Umstände habe ich nicht, du musst ja selbst zum Kühlschrank gehen. Ja, danke. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Warten, bis sie fertig ist. Ja, Billy kommt mit 4 Gläsern aus der Küche zurück, schwankend auf einem Tablett wahrscheinlich. Hast du ein Tablett? Chance, er will nur Biomilch. Ich habe kein Tablett, hallo. Ich kann aus meinen Brüsten Milch nehmen. Geht das, Guso? Kannst du das wirklich? Ja, kannst du das demonstrieren? Ich meine, es sind nur Damen anwesend und... Ja, ich meine, komm schon. Ne? Es sind nur Damen anwesend. Ich bin's. Ja, klar. Zeig mal. Nö, nicht an dich. Okay, dann kann ich also auch keine Milch bekommen. Nee, das, ich würde gerne einen kleinen White Russian nehmen, aber Jojo, der White Russian gebührt nur dem Gewinner. Ich sehe schon, ich darf nicht heute. Wahrscheinlich. Wieso? Um was geht's denn eigentlich jetzt, Kinders? Setzt euch erstmal und entspannt euch. Gut, ihr sitzet und ihr trinket. Ist gut gegen Kater, habe ich gehört. Ja, einfach weiter trinken. Normal. Gut. Wenn ihr also sitzt und das alles gerade irgendwie ein bisschen awkward zu sein scheint. Jetzt bin ich auch schon so ein Englisch-Wörter-Einschieber, du Arschkind. Guso, sag doch noch einmal Arschkind zu mir, du Heckenpenner. Die alte Arschkind. Nein, Guso kramt 2 Kondome hervor, entpackt sie und stülpt sie, wenn ihr das zulasst, Foxy und Mahina über den kleinen Finger. Ja, okay, über den kleinen Finger ist erlaubt, nicht über die Haare. Mach mit, es wird witzig. Mahina lässt das über sich ergehen, mustert aber durchaus interessiert. Er ergreift eure Hände. Ihr beiden habt die große Ehre. Die große Ehre, nun Zeuge zu sein und nicht nur Zeuge, sondern Richter. Nicht Dichter und Denker, sondern Richter und Henker über die heutige Herausforderung, das Duell, auf das sich Jojo einließ. Also es geht im Wesentlichen darum, ich dachte so an 10. 10 Pornotitel haben wir uns beide inzwischen ausgedacht und werden sie hier präsentieren. Die dürfen A, nicht schon vorhanden sein und ich denke, wow, ich meine, ihr seid ja normale Menschen, Elfen, ihr besitzt ein profundes Wissen über Pornotitel, also werdet ihr schon wissen, ob da vielleicht doch schon was vorkam in den Nachrichten oder auf beliebigen Seiten. Und durch euer Lachen werdet ihr dann quasi den Gewinner küren. Genau, und wir machen das immer abwechselnd. Also ich trage einen vor, Jojo trägt einen vor und am Ende, also wenn ihr gar nicht lacht, haben wir natürlich versagt, aber ihr müsst dann immer noch entscheiden, wer weniger scheiße war, okay? Ihr bekommt als Entschädigung bekommt ihr einen Yen, den ihr euch teilen könnt. Ihr könnt es auch gern in Neonet-Konzernskript haben, dann bekommt ihr, lass mich kurz umrechnen, 0,78 Yen. Und mit der Steuer zum Umrechnen kriegt ihr gar nichts raus. Also ihr bekommt einen Yen für eure Mühen, den ihr euch teilen könnt. Und einen feuchten Händedruck vielleicht, genau. Und ihr seid halt Zeuge dieses epischen Moments. Der Gewinner von uns beiden hier, also ihr und mir, bekommt 2 Yen und darf White Russian trinken. Und der Verlierer darf sich schmachvoll ins Bad verziehen und weinen. So ist okay, oder? Geht die Frage an mich? So in die Runde für die beiden Henker und für Jojo halt. Nach überschaubaren Regeln. Ja, hau rein, Hein. Gut. Jojo, ich lasse dir, wenn du möchtest, den ersten Zug. Niemals, du wirst beginnen. Gut. Also,
zugeharzte Astlöcher. Die Wahrheit über den Elfenstaat Tir Nanok. Als ein Pornotitel. Ja, das sind Pornotitel. Okay, der war jetzt nicht so... Ich merke schon. Alles klar, du bist dran. Äste. Pass auf. Ist die Spitze erst beschmiert, sticht es sich ganz ungeniert. Der war auf jeden Fall besser. Besser, so, ja. Schön. Karl Kambat Mage. Kambat. Okay. Der klingt nach einem schlechten Plagiat. Der große Diktator. Der ist gut. Todesschwengel. Luzifers Eintritt in die Annalen. Ja, das Annale hat's nur mal rausgerissen am Ende, ein bisschen. Kambat Golf. Einlochen um jeden Preis. Das klingt jetzt nach einem schlechten Plagiat. Okay, ich kontere mit Grady McAwesome, das letzte Einhorn. Dagegen stelle ich Dr. Stefan Fack, der Arzt, den die Frauen verhauen. Perry Cox in der Sackgasse. Der war gut. Der Sackgasse. Zwerge fördern weißes Gold. Jeder fängt mal klein an. Das ist pervers. Stimmt, aber es ist ein Porno. Tutti Frutti, der Entsafter und die Pampelmöse. Drei Nüsse weh. Für Aschenvögel. Aber warum drei Nüsse? Ey, keine Fragen, ihr sollt nur bewerten. Oh. Cat O'Ninetales, Chronicles of Pain. Ich möchte kurz einen Vorschlag machen. Was haltet ihr davon, wenn der Siegertitel von euch verfilmt wird? Machina grinst. Oh, das hatte ich eh noch vor. Habe ich das vergessen zu sagen? Der wird auf jeden Fall verfilmt. Pass auf. Titanic. Große Gefühle in feuchten Tiefen. Ihr Kinderlein kommet, wenn die Weihnachtsglocken läuten. Warte. Ich muss was raussuchen. Moment, ich brauche das als Einleitung, ganz dringend. Als Einleitung? Ich glaube, da kommt jetzt was Musikalisches. Doch, und man erkennt es. Ich bin gespannt. Spiel mir am Glied, du Idiot. Das ist harter Tobak. Lovecraft und die großen alten Tentakel-Gangbang in Relief. Das ist zu lang. Er und sein Speer, Abenteuer im Führerbunker. Oh Gott, wir sind wieder am 10. angelangt und ich liege weit zurück. Mitternacht ist Kleisterstunde. Die Passion Christi am Kreuz genagelt. Shit. Scheiße. Ja, du hattest viel weniger Zeit, das. Okay. Hier hast du deine 2 Nuyen. Und hier hast du deine 2 White Russian. Richtig. Sie ersticht ihn mit ihrem Marshmallow-Schwert. Du musst jetzt aber noch. Guso, du musst jetzt hier Jojo auf die Schulter nehmen und durch die Wohnung reiten mit ihr. Nee, ihr seid der Gewinnerthron. Ihr nehmt sie auf den Schultern, während ich mich schmachvoll im Bad verziehe und weine. Es war mir eine Ehre, gegen dich zu verlieren, und damit meine ich, ich hasse dich und werde auf jeden Fall... Ich will jeden Einzelnen der Gewinnertitel verfilmt sehen. Nee, ich werde es belassen bei Spiel mir am Glied, du Idiot. Der war richtig. Okay. Okay, das ist eine Schande. Tschüss. Hast du Asche, die ich mir über mein Haupt streuen kann? Ansonsten müsste ich vielleicht Mehl oder sowas nehmen. Wir waren vorhin rauchen unten. Da liegen auf der Gasse ganz viele Kippenstummel rum, Guso. Ich bin erstmal auf dem Klo und mach da diese schmachvolle Sache und dann überlege ich mir das nochmal. Du darfst dich nicht. Danke, hat Spaß gemacht. Ich werde mich unter das Waschbecken setzen. Okay. Kontrollier das. Natürlich, lass dich schon offen, weil. Er geht ins Bad, lässt die Tür offen, setzt sich unters Waschbecken und beginnt tatsächlich zu weinen. Gut. Lautlos aber. Er ist nicht schlecht. Mahina grinst so ein bisschen anerkennt. Schluchzt er? Mhm. Die Tränen laufen ihm stumm ins Gesicht, aber seine Lippen zittern. Das war gut jetzt. Oder Spiel mit dem Glied vom Tod wäre auch witzig gewesen. Muss ich das jetzt so mal Revue passieren lassen. Aber ich habe jetzt ein bisschen den Fischwitz vermisst irgendwie. Ich glaube, das wäre dann Burnout gewesen. Das hätte ich bei Titanic reinbringen müssen, ha?
Es war nichts mit Fischen dabei. Ich bin ja fast ein bisschen enttäuscht. Ach komm, dafür hatten wir Titanic. Ja, ja, nee. Viel Wasser, wenig Fisch. Ihr habt einfach keinen Sinn Kein Humor. Für gute Pornos. Ja. Machina fehlt da einfach ein bisschen die Erfahrung, glaube ich. Ernsthaft jetzt? Jetzt. Machina kennt keine Pornos. Ich bin ja entblößt. Hättest du wohl gern. Richtig. Naja, wer weiß, wir wollen ja nachher feiern. Vielleicht kommt es ja dabei noch irgendwann raus. Wir trinken ja jetzt erstmal ein, ne, Mädels. Machina trinkt auf jeden Fall mit, Alkohol macht locker. Also wie ich immer. Billy kenne, ich nehme an, Outgame, dass du White Russian so ungefähr in der Mischung kennst. Ja. Ich meine nicht dich, ich meine Lexi. Ja. Ich nehme an, Billy macht eine gute Mische, wo, ja, Kalua kann man gegenüber Wodka ein bisschen einsparen. Da muss Oder ja so, so kenne ich Billy doch, ne? Ja, wie im echten Leben halt. Der Kalua ist nur fürs schöne Aussehen. Ja, geh los. Jo, Jöchen, machst du mal noch Musi? Jo. Schä. Sie macht Musik an. Ihr hört jetzt Jazzmusik. White Russian. Entschuldigung. Nee, ihr hört jetzt Jazzmusik. Ja, nicht direkt Impro, aber es hört sich so ein bisschen so ähnlich an irgendwie. Also es scheint doch eine etwas experimentellere Angelegenheit zu sein, aber zumindest im Studio aufgenommen irgendwie und mit ja. echtem Kontrabass? Ja. Wobei, so, ich weiß gut. nicht, ob man das so richtig unterscheiden kann. Einem Substanzen. Substanzen? Es scheint auf jeden Fall, also wenn sich jemand auskennt, es sind echte Instrumente. Naja, auskennen jetzt wahrscheinlich wird sich Billy nicht, aber definitiv mit dem Fingerschnippen da sitzen, ganz relaxed. Ja, wo warst du denn jetzt eigentlich heute Morgen? Ich hab nur Kumpel geholfen. Hast du mich einfach allein gelassen? Ich wusste doch nicht, wie lange du schläfst. Außerdem warst du so betrunken, dass ich ehrlich gesagt dachte, dass du vor 3 eh nicht aufstehst. War ich schon wieder betrunken? Nein. Nein! Aber ich hab nichts angestellt gestern Abend, oder? Keine Ahnung, du warst nicht, war nicht die ganze Zeit dabei. Also du warst irgendwann mal für eine Stunde weg. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Wo war Danilo in der Zwischenzeit? Der war in der Nähe von mir. Okay, gut. Puh. Also ich habe auf jeden Fall in der Zeit mit ihm geredet. Gut. Was hab ich dann wieder angestellt? Du hast bestimmt nackt auf dem Tisch getanzt. Ich habe niemanden verstört aus irgendeinem Klorennen sehen. Also insofern kann es nichts Wildes gewesen sein. Nicht mehr als sonst. Jo. Gut. Wir haben einen Grund zu feiern eigentlich dann heute Abend, Jojo, oder eigentlich jetzt schon wieder? Schon. Ja, wir haben eine Familien... Zusammenführung. Genau. Ach so. Wie, du bist müde? Ja, ich habe nicht viel geschlafen. Ja, du solltest mal aber ab und zu schlafen. Du kriegst schon Krähenfüßchen. Ich hab ja geschlafen, aber nicht viel. Ich bin wach geworden. Von meinem Wecker, weil ich ja... Du bist nicht wach geworden von meinem Wecker. Aber naja, weil ich ja noch was vorhatte. Wer weiß. Wer weiß denn das schon immer, was du immer so vorhast den ganzen Tag lang? Naja, ich hab viel zu tun. Sie schmunzelt. Hö, hö, hö. Ich hab viele Leute zu beglücken. Ich bin ja so eine faule Ratte, ne? Stimmt, aber, Wie, stimmt? Hm? Ja, na, na? Ja, stimmt. Was stimmt? Dass du eine faule Ratte bist. Bin ich gar nicht. Aber das ist doch nicht schlimm. Wäre ich wahrscheinlich auch, wenn ich könnte. Ach so. Das meinst du jetzt wieder. Ich wollte eigentlich noch ins Studio gehen heute, aber irgendwie wird das wahrscheinlich jetzt nichts mehr, vor allem, wenn ich getrunken habe. Warum? Wie, was, warum? Warum wird das nichts mehr? Naja, Alkohol und Sport oder Schießplatz, das ist jetzt nicht so das Tollste. Ja, Schießplatz verstehe ich, aber wieso Sport? Na, Alkohol im Blut und Sport verträgt sich nicht. Warum? Weil schlecht. Aber wenn du irgendwie feiern gehst und dann ganz viel tanzen gehst, dann hast du ja auch was getrunken und das geht doch auch immer gut. Das ist aber kein, in dem Sinne ist es ja kein Sport. Na doch, es ist auch anstrengend, wenn du es richtig machst. Och, wenn du es richtig machst. Ja, mein Gott, du bist dann halt am Tanzen, dann gehst du irgendwann noch, findest du dann doch noch jemanden, mit dem du noch nach Hause gehst, das ist alles Sport. Und das funktioniert unter Alkohol auch. Wann bist denn du das letzte Mal mit jemandem nach Hause gegangen? Keine Ahnung. Also nicht, jetzt mal abgesehen von Silvester, wo wir nicht wissen, was wir gemacht haben, das ist doch, ansonsten nicht... Ich scheine ja lustige Partys zu feiern. Na, nach einer Fete nicht mehr. Stimmt schon, Mist. Ne?
Also hier. Also da war, wir hatten ja ein bisschen Downtime, da war diese kleine Falcons WG-Fete, wo du brauchst mir nichts erklären, nur sie ist nicht mehr mit irgendwem nach Hause gegangen. Jago? Ja, den sie nicht kannte. Ach so, darum ging's. Was, sie ist keine Hure mehr? Boah, scheiße. Anscheinend. Ach, dann ist ja erst Februar. Anfang Februar. Schon. Es ist nicht erst, es ist schon. Was heißt denn Anfang? Wir haben heute den 20. Kind. Stimmt. Echt? Es ist schon wieder fast Monatsende. Ach so. Ja, mach dir mal keine Sorgen um mich. Ich bin schon gut versorgt. Na, ich... Seit wann mache ich mir denn Sorgen um dich? Viel zu oft. Komm. Viel zu oft? Wie viel zu oft? Viel zu oft. Ich weiß jetzt nicht, worauf du anspielen willst. Ist nicht schlimm. Gut. Das Wetter ist heute wieder fantastisch. Die Wolken. Und die Fische, die durch die Luft segeln. Fliegende Fische. Wenn das vom Wolkenkratzer fällt, Kind, das sollst du nicht einfrieren. Es wummert an Jojos Tür. Oh nö. Ah! Wer wie was? Der, die, das. Ja, reinkommen! Wieso? Ach, die Tür ist offen. Ja, wenn sie da ist, klar, im Moment ist sie offen. Okay, hätte ich das gewusst. Boy tritt ein. Flummi, Boy beschreiben bitte. Boy ist eine Zwergin. Boy hat rote, lockige Haare, ist aber schon etwas älter. Also sie scheint schon zur älteren Generation der Zwerge zu hören. Wie alt genau, kann man schlecht sagen. Wäre sie ein Mensch, hätte man gesagt, so um die 45. Sie ist relativ kräftig von ihrer Gestalt, hat immer einen sehr verhärmten Gesichtsausdruck, wenn man sie ansieht. Und den Rest werdet ihr irgendwann selber erfahren. Tadam, gut. Beim Reinkommen wird Mahina ein bisschen breit grinsen oder breiter grinsen und ihr zunicken. Ja, sie tritt ein, knallt die Tür mehr oder weniger zu. Boah, besorgt immer ordentliches Holz. Pippi deutet auf Jojo. Das Mond war die Tür, die du mir hinterlassen hast, aber ja. Ah, na gut. Dann besorgt dir eine ordentliche Tür. Ich dachte, du ziehst hier ein, renovierst die Bude. Also, Pippi. Ich bin auch schon dabei, guck dich mal um, Mensch. Pippi. Dann zeigt sie auf Mahina. Mondgesicht. Ihr beiden könnt euch mal nützlich machen. Wenn du hier alleine rumsitzt, du kannst eigentlich ruhig mitkommen. Ey, warst du nicht die mit der übelsten Karre? Düt, kein Anschluss hinter dieser Nummer. Was soll denn das heißen? Ich weiß nicht, wer sind sie denn? Sie will nicht drüber reden. Das ist Boy. Aha. Mir gehört der Laden hier. Und der Laden da drüben. Und die Garagen. Ach, Chefin, sagt man. Ja, bei mir nicht. Boy reicht. Pass auf, könnt euch mal nützlich machen, wie gesagt. Ihr müsst ein paar Kisten abholen. Ihr seid nicht die kräftigsten. Arm muss reichen. Du, Mondgesicht, du hast eine fette Karre, da passt das alles rein. Du wirst die Ware begutachten, weil die für den Laden ist, wo du jetzt arbeitest und ob die richtig so ist. Dann könnt ihr beiden, ihr könnt euch einen Huni verdienen und deutet auf Foxy. Und du kriegst einen Monat auf deine Karre aufgepasst. Aha, cool. Nina nickt. Super. Soll man da besser nicht fragen, was man abholen? Ist doch egal. Kleidung und Sachen für den Laden unten. Alles ganz easy. Ware ist schon bezahlt. Er fahrt einfach nur zu Piotr. Adresse kriegt er. Sagt, ihr seid von Boy. Ladet den Scheiß ein. Mondgesicht guckt sich an, ob das alles so richtig ist. Ein Teil der Ware ist in Jacken und sowas. Alles, was dick ist, eingenäht. Musst du aufreißen. Ist mir scheißegal, was mit den Klamotten passiert. Könnt ihr behalten. Seht schon so aus, als bräuchtet ihr das. Und genau, dann bringt ihr den Scheiß her. Und wenn das keine gute Ware ist, rufst du mich sofort an, Mondgesicht, ja? Jo, weiß der Kerl, dass wir kommen? Ja, na klar weiß er, dass ihr kommt. Ja, weiß also ich die doch Woche nicht. Sollte jemand kommen. Wenn ihr sagt, ihr seid von Boy, dann passt das. Gut. Marina Nick. So, Adresse, bitteschön, Afskopfstraße. Alles klar, willst du Marshmallow? Boah, süße Scheiß, was habt ihr denn auf dem Tisch stehen? Was denn das? White Russian? Ey, wenn ihr Alkohol trinkt, dann trinkt doch was Richtiges. Was denn das? Das ist White Russian. Wodka steht da drüben, wenn du welchen willst. Nee, ich hatte heute schon einen, aber was ist denn das für ein Muschi-Getränk? Könnte man richtig zulangen, einfach nur den Wodka in die Binse kippen. Nee. Mann, grinst du ein bisschen schräg? Ich muss heute noch arbeiten. Das hat damit nichts zu tun, aber die brauchen die Milch für den Kalziumgehalt und bla, weißt du, wie das ist? Deswegen White Russian, so, Wodka kommt später. Vielleicht auch nicht, weil ich irgendwie keinen Bock auf Wodka habe. So, das geht auf. Wohin? Kalzium? Achso, Adresse hier.
Adresse übrigens Kreuz und Großketsch. Ja. Es ist im Süden von Donskoi zwischen Olga und Ivan. Schon wieder Donskoi? Ja, natürlich. Ich bin immer noch in Donskoi. War ich da schon mal? Nee. Cool, die Gegend kenne ich. Passt. Ja, das ist hier Piotr Internationali und da geht er rein, dann passt das. Okay. Wenn er Stress macht, dann sagt er ihm, ich komme persönlich vorbei und hau ihm auf die Fresse. Okay. Ich dachte, der macht keinen Stress, weil er weiß, dass wir kommen und alles bezahlt ist. Ja, wenn ich euch so angucke, vielleicht will er es ja versuchen, irgendwas runterzuhandeln oder irgendwas rauszuschlagen, aber nein, keine fette Schrotflinte. Beherrsch dich. Hatte ich nicht vor mitzunehmen? Also, je nachdem, welch... Ach so, da hinten ist das. Ich ja, hab dich ja da mit ins Duffer-Scheck rennen sehen, also komm schon. Wir haben uns halt gern. Kann ich verstehen, bei ihm im Laden nicht. Kannst du aber meinetwegen in ihren hier Mondgesichtswagen packen, der wird ja auch groß genug sein. Ja, ja, passt schon. Muss das Ding auch nicht mitnehmen. Läuft. Weiß so. Ja nicht, was du so brauchst als Fetisch. Ist mir aber eigentlich auch egal. Macht euch jetzt mal ab. Ihr habt als Fetisch Tag seid. Fetten Lauf in die Möse. So, läuft jetzt. Geht ab. Mach's gut. Bis dann. Julio geht. Zur Tür. Kommt ihr? Mahina steht ja. Auf und folgt. Die ist ja ein Herzchen. Ach, die ist ganz cool. Ja, ich sehe schon. Ich war besser ruhig. Ich habe lieber nichts gesagt, aber okay. Aber wir wollten doch heute sowieso was machen. Mahina zuckt so ein bisschen die Schultern. Dann können wir da jetzt auch die Kisten ab. Oh Gott, du gehst genau in dieselbe Richtung wie Jojo. Ich sehe das schon. Ihr beide werdet euch wunderbar verstehen. Wir sind halt nicht so faul wie du. Das hat nichts mit faul zu tun. Ich bin am Überleben interessiert. Egal. Ja, weil wir ein paar Vermieterin. Blöde Kisten abholen. Okay. Was ist denn daran so schlimm, ein paar blöde Kisten abzuholen? Na, außerdem bin ich auch am Überleben interessiert. Sie ist quasi meine Vermieterin. Nicht nur quasi. Na, dann bin ich mal gespannt, was wir da für Ware abholen müssen. Dann los, hopp da mal. Bin auf dem Weg. Folge dir auf Schritt und Tritt gedöns. Ja, auf zur Garage, zu meinem hübschen VW-Bus. Alter, die Kiste musste, glaube ich, mal beschreiben. Und das ist kein VW-Bus, das ist ein Mostrans-Goffer. Okay, sorry. Das ist nicht schlimm. Bei VW-Bus konnten sich die Leute was vorstellen, aber ich mag komische Namen. Ja, hätte man gesagt, what he says. Ja, kurz zur Beschreibung, da steht ein Bus, der, wenn ihr AR sich anhabt, lustig einen Sternenhimmel darstellt und an der Front ist ein Mond aktuell, eine ganz schmale Sichel, weil es wohl offensichtlich auf Neumond zugeht. Ohne AR-Sicht ist das Ganze auch da, nur dass sich der Mond halt leider nicht anpasst. Wenn man in den Bus reingeht, dann ist innen drin ganz viel Samt und gemütlich und ein kleiner Tisch in der Mitte, wo man drumrum sitzen kann, aber wohl eher auf dem Boden. Und es sieht ein bisschen aus nach einer Wahrsager-Medium-Höhle. Der ganze Wagen sieht ein bisschen aus wie von einem Schausteller-Trupp quasi. Wie hast denn das hingekriegt? Mahina guckt ganz unschuldig. Wie meinst du? Nö, nix. Wie immer halt. Das ist mein Baby. Kommt rein. Sie macht die Tür auf und es können theoretisch auch alle drei vorne sitzen. Ja, mache ich dann auch. Ich sitze dann vorne mit drei Mädels vom Grill. Vom Grill? Ja, bist du, glaube ich, zu jung für, stimmt. Ja, da hast du wohl recht. Ist voll Mahina gemein. Mahina würde in den Autopiloten die Koordinaten eingeben und dann mal das Vehikel in Bewegung setzen lassen und sich dann zu den anderen beiden umdrehen. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hinfahren. Ich war da, glaube ich, noch nicht. Da vorne links, dann geradeaus, dritte Straße links, immer weiter geradeaus fahren. Dann kann es sein, dass irgendwie ein bisschen, dass die Straße ein bisschen schlecht wird, je nachdem, wie es gerade aussieht. Fährst du dann nochmal links und fährst dann direkt rechts und fährst die Parallelstraße. Okay. Und Jojo weiß, dass ungefähr ab einem Viertel der Strecke der Autopilot das nicht mehr hinkriegen wird, vermutlich. Ach so, ja genau. Und wenn du so weiter, also wenn du dann fährst, so nach, keine Ahnung, jetzt ein paar Kilometern, kann es sein, dass der Autopilot schlapp macht, weil das Gebiet, also weil die Sendemasten da zu weit gedingst. Du weißt schon, was ich meine. Hm, okay. Aber wenn ihr den Weg kennt, dann passt das, ja? Ja, ja. Betretenes Schweigen mit Alkohol? Auf und davon, wollte ich gerade sagen. Und dann mach mal einen Bass an. Dein Auto hat auch hoffentlich Musik. Ja, natürlich. Mahina grinst so ein bisschen und schmeißt dann tatsächlich mal die Anlage an. Und ja, ist auf jeden Fall durchaus nicht das, was vorher wohl ursprünglich mal drin gewesen ist, sondern
Offensichtlich eine etwas aufgemotztere Version davon. Oti, ich hoffe, das geht klar, aber ich denke mal, dass der, von dem ich den Wagen vorher habe, eher auf mehr Bass gestanden hat. Ja, du hast da fette Bassboxen drin, das passt schon. Und dann ertönt da jetzt EBM drüber. Okay. Die Frage ist, ob die beiden hinten an dem kleinen Tisch sitzen oder ob sie vorne sitzen, auf dem richtigen Auto sitzen. Wer hört hier eigentlich wem zu? Ich hab doch gesagt, ich sitze vorne. Entschuldigung. Ich sitze hinten. Ich höre dir nie zu, weißt du noch. Entschuldigung. Ja, ihr fahrt. Jojo kennt zum Glück den Weg und dann kommt man auch ohne Probleme an. Leck mich doch immer. Ich kann hier Finger. Genau. Ihr kommt bei einem kleinen Geschäft an, das, wie gesagt, Piotr Internationali heißt. Wohl deswegen, weil er Second- oder First-Hand-Sachen verkauft, die man eigentlich nur mit Konzernskript kriegt. Oder wo halt, wenn man das eigentlich kauft, die Umrechnung zu dem jeweiligen zu der jeweiligen Konzernwährung halt relativ scheiße ist, sodass es teuer wäre. Aber bei ihm halt nicht. Ist nicht alles ultra praktisch und manches ist auch schon ein bisschen abgetragen oder benutzt, aber prinzipiell kann man das halt schon mal machen, wenn man da irgendwas Spezielles haben will. Er verkauft wohl, wenn man in den Laden reinkommt, sieht man das auch, alles. Also jeden Scheiß. Von Unterhaltungselektronik, Spielzeugdrohnen, Kleidung, Schuhe, Comlinks seltener, aber kommt auch vor, irgendwelche Filme, einfach nur alles. Hinter der Theke, der Laden ist ansonsten auch nicht irgendwie besonders, hinter der Theke steht ein junges Mädchen, so ungefähr 18, 19. Sie ist etwas, ich will nicht sagen fülliger, aber ich werde es jetzt tun, sie ist etwas fülliger. Dementsprechend ein etwas breiteres Gesicht, fast ein wenig herzchenförmig, braune Augen, Grübchen, dicke Lippen und schwarze Haare zu einem Zopf gebunden. Jojo geht direkt auf sie zu. Hallo, willkommen in Piotrs Laden. Hi, willkommen vom Boy, wir wollen was abholen. Ja, da muss ich kurz nachfragen. Sekunde bitte. Sie geht hinten in einen kleinen Raum. Man hört erst einen Wortwechsel. Dann wird es etwas lauter. Dann wird es noch etwas lauter. Die männliche Stimme, die da auch ertönt, scheint dann sehr wütend. Und man hört noch, boah, wozu hab ich dich angestellt? Ah, verpiss dich, raus aus meinem Laden. Mann, du kannst gar nichts, die einfachsten Sachen kannst du nicht. Raus, raus! Das Mädchen dementsprechend mit Tränen in den Augen verzieht sich mitsamt ihrer Sachen und halb im Galoppe stürmt sie dann auch aus dem Laden. Piotr kommt an. Er, relativ große Hakennase, schwarze, krause Haare mit ein paar grauen Stellen drin. Eher schmächtig von der Figur her. Jude. Weiß ich nicht. Habe ich mir jetzt ehrlich gesagt über seine Glaubensrichtung gar keine Gedanken gemacht. Ein paar Falten im Gesicht ist er auch schon älter offenbar. Mensch, tritt hinter die Theke. Hier kommt Funboy. Jo. Jo, die Kisten, diese blöde kleine Kackschlampe, die gar nichts kann, hat die heute verkauft, obwohl die wusste, dass sie vor euch waren. Dachte, da sind Sachen drin und irgendjemand wollte das haben verarsch mich nicht, okay? Nein, sie meinte für Hochzeit. Also der Typ, der hier halt gekauft hat, meinte für Hochzeit, irgendwie der Junggesellenabschied, irgendwelche freakigen Klamotten und er hat's weggegeben. Scheiße. Na, dann würde ich sagen, wir kommen morgen nochmal wieder und du besorgst die Kisten bis dahin. Kann ich nicht. Warum kannst du das nicht? Weil ich jetzt weg muss, was anderes für Boy erledigen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt. Dann darfst du mit ihr telefonieren, ihr das erklären und wir sehen uns später. Bis dann. Jojo dreht sich um und geht. Jo. Marina steht da noch etwas konsterniert und scheint gerade etwas fassungslos. Das liegt in der Familie, glaube ich, weil Billy steht auch da wie, Ja, Piotr zieht seinen Comlink raus und zeigt Jojo hinterrücks nochmal einen Stinkefinger, den die anderen beiden sehen und geht dann auch wieder hinten in diesen kleinen Raum. Kind. Das ist jetzt irgendwie nicht so gelaufen wie geplant, oder? Der hat ihr einen Stinkefinger gezeigt, Jojo. Ja, angebracht. Und? Ist doch schön. Wieso angebracht? Voll angebracht. Ich bin doch nicht die Wohlfahrt. Nein, ich bin eine Petze. Ach so. Weißt du, kennst du mich anbringen oder was? Nee.
Also angebracht kenne ich nur, wenn etwas ist angebracht. Weißt du, etwas ist berechtigt. Naja, macht ja nichts. So, und jetzt haben wir keine Kisten für Boy. Ja und? Ist doch nicht unser Problem. Ja, haha. Naja, mal sehen, ob das noch ein Problem wird oder nicht. Soweit jedenfalls Jojo das denkt, ist es ja wohl kein Problem für die drei. Naja, ich hatte mir das schon anders gedacht, so im Vorfeld zur nächsten Session dann. Und ich würde jetzt noch gar nicht verraten, was da wieder kommt, weil der Spielleiter ist ja eh so böse und das wisst ihr ja sowieso schon. Aber wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat der Auftakt zur Episode 2 soweit gefallen. Ist zwar ein bisschen kurz geworden, jetzt hat was geklackert im Hintergrund, aber das macht hoffentlich nichts. War zwar ein bisschen kurz geworden, das Ganze. Der ganze Abend war ein bisschen komisch, aber man muss sich ja erstmal drauf einstellen, auf die neuen Leute und auf das neue Setup und auch, dass jetzt Machina als verschollene, was ist es denn gleich wieder, Cousine, ne? Cousine aufgetaucht ist, macht schon einen großen Unterschied für Billy, aber wie die Kleine sich jetzt dann mit Jojo dann abfinden wird in der Zukunft, das werdet ihr dann in den kommenden Sessions noch sehen. Da wird noch ganz viel passieren, wie jetzt auch wieder, ne? So viel schon mal gesagt. Geht ja immer ziemlich episch bei uns zu. Und wenn es mal nicht episch zugeht, dann hat das auch seinen Grund. Und dann wird's lustig mit Fischwitzen und so Geschichten. Und wegdrehen und kotzen und Bälle wegschießen oder Gesichter und Bälle wegkneifen und überhaupt. Naja, wie dem auch sei. An der Stelle, wie immer, grüßen wir unsere ganzen Subscriber. Voll cool von euch. Wir haben jetzt mittlerweile 11 Subscriber, was ist damit offiziell, glaube ich, irgendwie sowas um die tatsächlich 7 Leute oder so irgendwas sind. Also alle liebe Grüße an euch. Wir grüßen auch Snowcat zu ihrem Blog, weil das auch immer toll ist. Die Leute von Victory Road, die Plüschgranate veranstalten, grüßen wir natürlich auch ganz doll an der Stelle. Auch wenn die uns nie grüßen, aber nichtsdestotrotz, wir grüßen die trotzdem, die sind toll, weil die haben auch mittlerweile Session 3, Episode 4 rausgebracht oder wie auch immer die das zählen. Sieht ja bei denen ein bisschen anders aus, aber nichtsdestotrotz ist die draußen. Das heißt, hört euch die Plüschgranate-Folge an, die ist bestimmt wieder total cool für euch auch. Macht jedenfalls Spaß und Hidden Grid natürlich auch immer, meine Freunde aus Amerika, meine allerliebste Shadowrun-Podcast-Session, die es so gibt. Leider hatte ich gedacht, dass noch nichts Neues draußen ist, aber jetzt, wo ich gerade auf die www.hiddengrid.com klicke, sehe ich, Episode 38 ist draußen. Die werde ich mir jetzt gleich reinziehen, beziehungsweise runterladen und dann werde ich mir die anhören, ne? Ihr, das soll das auch tun. Leider geht's gerade privat ein bisschen rauf und runter, bei jedenfalls mir, so im Großen und Ganzen. Das heißt, wir kamen momentan nicht so arg viel zum Spielen, leider, weil es auch nochmal einen tollen oder beschissenen Twist gab, das hier werdet ihr noch hören. Also Session 2, 3 und 4 sind quasi schon aufgenommen. Von der Episode 2. Allerdings wird es jetzt bei uns ein bisschen karg werden mit 5, 6 und so weiter und so fort, weil halt, wie gesagt, private Gründe und so weiter und so fort, Arbeit sackt wie die Hölle. Soll euch aber nicht weiter stören. Wir werden hoffentlich den Puffer genauso ausschöpfen, dass es anstandslos weitergeht für euch mit den anderen Sessions in Episode 2. Aber falls es doch so weit kommen sollte, dass es einen kleinen Aussetzer gab zwischendrin, dann bitten wir hier schon mal um Entschuldigung. Die Session hier war jetzt auch leider später gepostet als gedacht, habt ihr vielleicht gemerkt, hätte eigentlich am Sonntag bzw. Samstag kommen sollen, ist jetzt dann doch erst heute gekommen. Nichtsdestotrotz gab es da halt ein paar kleinere Schwierigkeiten, einmal berufstechnisch und zweitens, nichts Schlimmes, nur an der Seite, an der Stelle angemerkt, ich habe nur viel zu tun. Problem war jetzt hauptsächlich, dass ich heute versucht habe, die Session hochzuladen und dann hat mir YouTube gemeldet, dass wir unser neues Intro nicht benutzen können, weil da ein Copyright drauf ist, also die Jungs von YouTube, die machen da sich ganz viel Mühe drum. Deswegen musste ich das Ganze jetzt nochmal komplett neu rendern mit den Kremlkrauts wieder und nochmal hochladen und alles mögliche, also viel Stress für mich, aber naja. Muss euch nicht interessieren, nur zu kurz zur Erklärung darauf, warum es etwas länger dauert. So, wie dem auch sei. Nachdem ich jetzt die Folge noch etwas artificial longer gemacht habe, als ich eigentlich wollte. Longer, das hat man jetzt wahrscheinlich nicht verstanden. Also ich habe es jetzt etwas länger gemacht, einfach nur, dass ich noch ein bisschen erzählt habe hier und kladderadatsch. Ich hoffe, das stört euch nicht weiter und euch freut es auch ein bisschen, wenn ich noch laber hier mit euch, aber ich glaube nicht. Das heißt jetzt nämlich, dass ich die Aufnahme hiermit beende. Wünsche euch alles Liebe und Gute. Hinterlasst uns doch bitte Comments. Das freut uns immer sehr. Wir antworten eigentlich auch auf jede. Das heißt, je mehr ihr uns schreibt, desto mehr antworten wir euch und nicht uns natürlich, logischerweise.
Und wir freuen uns jedenfalls drauf, wenn ihr uns Comments schreibt und auch Kritik. Das heißt, wenn ihr uns irgendwelche konstruktive Kritik zutragen möchtet, dann tut das doch bitte auf unserer Seite whiterussians.sr5.wordpress.com oder halt auch hier auf dem YouTube-Channel in den Comments zu den Filmen. Und ich versuche dann auch immer, das Ganze zu verbessern, soweit es ums Technische geht, beziehungsweise Storytelling und so weiter und so fort. Dann Fluff und so weiter geht an die anderen natürlich. Wir versuchen es dann auch, wie gesagt, umzusetzen. In diesem Sinne, halte ich jetzt die Fresse, wünsche euch einen schönen Abend, alles Liebe und Gute von uns, den White Russians, und dann hoffentlich bald in Episode 2, Session 2. Tschüss. Die White Russians laufen unter der Common Creative License. Deswegen sollen wir euch darauf hinweisen, dass wenn ihr gerne unsere Stücke verwenden wollt, dann bitte edit ein Label. Die Marke Shadowrun gehört TOPS, der Firma TOPS Incorporated. Das heißt, sämtliche Rechte an dem Namen und auch an sämtlichen Namen in Verbindung mit TOPS und Shadowrun gehören TOPS. Wir haben nichts damit zu tun. Die Anfangs- und Endmusik von den White Russians kommt von Kremlkrauts, genauer Ivan Ivanovic und den Kremlkrauts. Alles zu finden auf Soundcloud, auch unter der Creative Commons License.